Die Hamburger Bierszene macht einen super Eindruck. Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es werden harte Zeiten für Craft-Bier-Brauer. Genau, du hast immer eine Hand oder zwei Hände da, zum dich helfen oder unterstützen. Und das ist echt toll. Von diesem Abenteuergeist, ist da alles noch da oder fadet der ein bisschen inzwischen? Weil ja auch viel passiert ist in den letzten Jahren. Für mich fadet der überhaupt nicht. Also natürlich bin ich jetzt heutzutage nicht mehr krass überrascht von so einem IPA, aber dafür überraschen mich dann andere Sachen, gerade was so die Herstellung angeht oder was Packaging angeht. Und ich finde immer neue Winkel bei Bier, die mich glücklich machen. Also ich glaube eher, dass es doch noch nach unten geht, weil die Biere eben auch teurer sind. Ich glaube, es gibt in Deutschland keine große Akzeptanz, für einen halben Liter Dosenbier, sag ich mal, 6,50 Euro auszugeben. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Warum eigentlich Trier? Na, wegen des Rheins. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine und Stefan und begrüßen euch zur mittlerweile 106. Folge. Das ist die zweite Episode über rund ein Jahrzehnt Craft Beer in Hamburg. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, steigt am besten dort ein. In dieser Folge geht es um den Status quo der Craft Beer Bewegung. Welche Protagonisten sind hinzugestoßen? Was haben sie von den Pionieren lernen können? Und was machen sie anders? Und wo geht die Reise hin? Aber bevor wir einsteigen, kommt hier eine Kurzvorstellung für alle, die uns vielleicht zum ersten Mal hören. Wir sind Regine Marxen, freie Journalistin und Biersommelier, und Stefan Enrichkeit, Musikproduzent, Bassist, Hobbybrauer. Zusammen machen wir Podcasts, zum Beispiel Hopcast. Hier lernst du spannende Bierpersönlichkeiten, Bierlocations, Bierdestinations und natürlich neue Biere kennen. Es fließt eine Menge Mühe und Zeit in diesen Podcast. Deshalb, wenn er dir gefällt, teile ihn mit mindestens einem Bierfreund oder einer Bierfreundin. Abonniere unseren kostenfreien Newsletter, hinterlasse eine liebevolle Bewertung auf deinem Lieblingspodcast-Kanal und wenn du kannst und magst, unterstütze uns auch finanziell. Das geht ganz einfach über Steady und fängt schon bei 5 Euro im Monat an. Als Dankeschön lassen wir uns immer wieder ein paar Extras einfallen, zum Beispiel Zugriff auf Sonderfolgen. Gerade ist übrigens eine erschienen, ein Outtake aus der ersten Folge dieses zweiteiligen Features mit Maximilian Mahner. Bei der Arbeit für diese Doppelfolge nämlich haben wir so viel Material angesammelt, dass wir gedacht haben, dass wir Supportern die ungeschnittene Schönheit der Interviews zur Verfügung stellen wollen. Für noch mehr Hintergrundwissen. Wenn du uns mit 10 Euro im Monat unterstützt, erhältst du 10% Rabatt auf deine Einkäufe bei der Bierothek für die Dauer deiner Mitgliedschaft. Mehr dazu findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, dass dieses doch ziemlich aufwendige Feature von unseren Freundinnen und Freunden von Hamburg Ahoy unterstützt wurde. Hamburg Ahoy stellt euch spannende Geschichten und Köpfe aus Kultur, Lifestyle und der Genusswelt dieser Stadt vor. Und genau hier kommen wir ins Spiel. Denn Hamburgs Bierwelt ist ziemlich lecker und hat wirklich viel zu erzählen. Also lasst uns starten. Sollte es diesmal für euch ein bisschen ungewohnt klingen, kann es vielleicht daran liegen, dass Regine in Portugal sitzt und ich in Hamburg und wir das sozusagen remote führen, was wir ja normalerweise nicht machen. Und das führt zumindest bei einer Sache zu Problemen, nämlich dazu, dass wir nicht beide hier dasselbe Bier trinken können. Wir möchten nämlich in dieser Folge ein Bier trinken, und zwar eins, was uns freundlicherweise von Meisel und Friends geschickt wurde. Deswegen hier kurzer Disclaimer, Werbung. Tudu. Tudu, genau. Und ich freue mich natürlich, dass ich das trinken kann. Regine freut sich natürlich nicht so, weil sie es nicht trinken kann. Das ist kann. Richtig, das ist ein bisschen doof. Aber ich freue mich natürlich sehr für dich und ich freue mich auf deine Beschreibung dieses Bieres, die jetzt sicherlich gleich folgen wird. Genau, das ist der Hopfenreiter Nummer 9 von 2024 von Meisel and Friends. Der Hopfenreiter, das ist der jährliche Freundschaftssud, den Meisel oder in diesem Fall wirklich Meisel and Friends jedes Jahr machen. Und da bringen dann halt die Brauer von den befreundeten Brauereien immer ein bisschen Hopfen mit und werfen ihn dann in den Sud.
Und in diesem Falle sind die Hopfensorten, das ist einmal von Mörsleutel aus den Niederlanden, Vista, Strata von Tuöl aus Dänemark, dann war noch eine Brauerei aus Irland dabei, Wicklow Wolf, die haben Idaho 7 reingeworfen, und aus Deutschland waren dabei Buddelship mit Polaris, First Viacek mit Mosaik und Meisel & Friends selber haben Alora beigesteuert. Und dabei rausgekommen ist halt ein Double IPA mit 8,5% Alkohol, auch schon ganz schön sportlich. Was haben wir im Glas? Wir haben eine goldgelbe Farbe, würde ich sagen. Das ist Opal, also hat so eine leichte Trübung. Und wir haben so einen stabilen, feinporigen Schaum. Ja, in der Nase haben wir ja, würde ich sagen, den kompletten Obstkorb. Für mich stechen da so am meisten raus Orange, Pfirsich und ja, vielleicht ein bisschen Erdbeere, ne? Und ja, muss jetzt mal probieren. Puh, geschmacklich ist da schon einiges drin. Also ist auf der, die süßen Früchte kommen ziemlich durch. Wir haben einen kräftigen Malzkörper. Man merkt schon, dass da einiges an Alkohol drin ist, finde ich. Also schon ein starkes Tierchen, würdest du sagen. Und im Abgang haben wir es so ein bisschen, ja, würde ich sagen, trocken, aber auch nicht zu bitter. Also schon ein schönes Bier, aber auch echt ein starkes Bier, muss man sagen. So, also nicht was, wo man drei hintereinander trinkt. Aber das muss man ja vielleicht auch gar nicht. So, soweit zum Bierchen. Jetzt kommen wir zum Ernst. Wir wollen euch in dieser Folge als erstes die neuen Player in Hamburgs Bierwelt vorstellen. Das natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Und natürlich konnten wir auch nicht alle für ein Interview erreichen. Was wir euch hier zeigen wollen, die Szene ist gewachsen. Es sind neue Biermarken dazugekommen und insgesamt ist der Markt bunter geworden. Auch weil immer mehr Autodidakten Bier machen. Außerdem gibt es neue Brauereien und neue Gastronomien. Und manchmal kommen sogar alte Bekannte zurück. Nämlich zum Beispiel dieser Mann. Ich bin José de la Concepción. José ist, wie man hört, Spanier. Hat in München das Brauhandwerk gelernt und dann 2016 bei Buddelship angefangen. Dann wurde es mit dem Umzug der Brauerei still um ihn. Und jetzt ist er wieder da. Also da habe ich 2016 bei Buddelship als Brauer angefangen. Und da war ich tätig da bis 2020, bis die Brauerei umgezogen ist. Ja, und jetzt bin ich in eine neue Welt quasi, die wir selbst mit zwei Freunden gebaut haben. Also Helpgang ist mittlerweile eine junge Brauerei, die gerade am Start sind, quasi am Anfang sind. Und wir versuchen erstmal auch unsere Weg, was alles wie die Hamburger Bierweg und keine Ahnung. Aber wir gehen mal so hin und her und so. Und was erwartet von Helpgang ist was Einfaches, nicht zu denken, aber trotzdem geschmacksvoll, mit viel Liebe und einfach viel Arbeit dahinter steckt, aber wir versuchen einfach uns mit unserem Bier einfach ein Lachen die Leute beibringen. Nee, es ist schwierig. Also wir haben gerade keinen Standardort, wo unsere Bier gezapft wird. Bis jetzt haben wir Glück, dass unsere zwei erste Süde quasi ziemlich schnell ausverkauft waren. Und da war schnell, dass aber das ist gut, ist viel Arbeit und aber das macht Spaß, wenn du siehst, dass einfach die Leute genießen dein Bier und nicht nur dein Bier, sondern die genießen die Leute mit dem Bier dazu als Verbindungsstopf quasi, dann ist das ist großartig und dann das gibt keine Preise für sowas und dann wirst du schon in jedes Ort, wo wir so ein Event machen oder so, wo unsere Bier am Hand ist, versuchen auch was zu bringen. Mhm. Einfach das Bier kann viel mehr sein als Bier, sondern Bier kann einfach Gemeinschaft sein. Bier kann dann Spaß sein. Bier kann ein Genuss sein. Ja. Und Bier kann ein Erlebnis sein. Was war das verrückteste Bier, was du je gebraut hast? Wahrscheinlich bei Bullship. So, vielleicht gab es diese Sauerbutenpilz in Kooperation mit Tor-Ol. Das war schon crazy. Also ein Sauerpilz mit Hagebutten und Bibabu, das war echt schon cool. Hellkamp ist übrigens eine ehemalige U-Bahn-Station in Eimsbüttel.
und eine Hommage an Josés Wohnort und auch seine Mitbegründer dieser kleinen Brauerei wohnen in Eimsbüttel. Sie machen derzeit nur Fassware, weil alles andere die Dimension dieses kleinen jungen Labels noch sprengen würde. Insofern muss man sie ein bisschen jagen mit ihren Bieren. Genau, aber sie sind ja irgendwie von Event zu Event unterwegs und vielleicht schafft es man da irgendwo ein gezapftes zu ergattern. Die Baby Goats wiederum haben 2019 gleich ihren eigenen Pub im Grindel gegründet. Aber wer sind denn eigentlich diese Goats? Ich bin Chris Newman und gebürtiger Engländer und einer von den beiden Gründer von The Baby Goat Beer. Und zusammen mit Thomas bin ich hier unterwegs und jetzt gebe ich das an Thomas rüber. Also ich bin Thomas van Doorn, 31 Jahre alt, gebürtige Holländer und seit 8 Jahren hier in Hamburg, hier in unser neuer Zuhause und Mitgründer von The Baby Goat. Ich habe die Goats im Baby Goat auf St. Pauli besucht. Das ist eine ehemalige Pizzeria und auch jetzt gibt es da weiterhin Pizza. An der Wand hängen ganz viele Bilder und man kann da ganz viel entdecken, zum Beispiel sehr viele, überraschenderweise Ziegen. Inzwischen arbeiten sie neben ihrem Ursprungsladen im Grindel an einem dritten Laden. The Baby Goat Barn im Westfield. Da gab es gerade nicht so gute Nachrichten. Der wird wohl erst 2025 eröffnet werden. Chris und Thomas sind Quereinsteiger ins Bierbusiness. Wie sind sie überhaupt in das Abenteuerbier gestartet? Ein Gefühl mit wenig Erwartung, also ein stressiges Gefühl, weil das war komplett neu für uns. Wir hatten ja das Bier schon mal gebraut, aber viele Veranstaltungen hatten wir dann zu der Zeit noch nicht gemacht. Und damals war es auch in der Corona-Zeit, also nach der ersten Welle haben wir da aufgemacht. Also das war natürlich auch ein stressiges Ding, weil wir da ja einfach nicht wussten, wie es da weiterging zu der Zeit. Wir haben ja auch 4 Monate aufgemacht und dann 7 Monate nochmal zugemacht. Also das im Nachhinein war es ein interessantes erstes Jahr. Aber wir waren vor allem spannend und zu gucken, Proof of Concept, wie wir so schön sagen, wie das ankommt, was wir so im Gedanken haben, ja. Hast du dem was zuzufügen, Chris? Auf jeden Fall. Also ich glaube, Thomas hat recht. Also nicht viele Erwartungen ist vielleicht, würde da so sein, viel Unbewusstheit. Also sehr schwer absehbar, wie das ganze Reise für uns so nach die ersten paar Monate weitergehen würde. Aber wir haben also natürlich riesen Spaß dabei gehabt. Und es war die Erfüllung von ein Traum von uns, dass wir erstmal unser eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Und der Arbeit, was davor quasi zugehört hatte, war dann natürlich so Bierbrauen, Rezepte entwickeln und wirklich ein Konzept darstellen, womit wir dachten, dass wir unsere eigene Marke führen können. Und Unbewusstheit hieß für uns ein kompletter Quereinstieg in die Welt von Gastronomie. Also wir hatten lange überlegt, wie eine Biermarke sich überhaupt etabliert in der jetzige oder damalige Bierszene, was nicht unähnlich ist zu heute. Und nachdem wir ein paar Pop-Up-Stores oder Pop-Up-Läden, Pop-Up-Abende gehabt haben, dachten wir, eigentlich, wenn wir eine Biermarke etablieren möchten, dann geht es für uns auch in Verbindung mit dem Thema Pubs und das Ausschank von das Bier. Weil wir sahen es, oder wir halten es damals für auch unrealistisch, dass man auf den Markt kommen könnte, ohne wirklich sein eigenes Bier da zapfen zu können. Und deshalb war es ja Aufregung, Riesenaufregung, also großer Startpunkt da vor 4 Jahren, unser erstes Pub, was wir wirklich im Prinzip unsere eigenen Hände und die Hände von unseren Freunden und Freundschaftskreise damals gebaut haben, wirklich von null zum komplettes und jetzt immer noch entwickelndes Produkt. Eine komplett neue Welt für uns im Vergleich zu unseren vorherigen Jobs. Ein Jahr vor den Goats betrat noch ein anderes Bierlabel die Hamburger Bierbühne. Die Superfreunde. Die gab es allerdings vorher auch schon. Die haben sich nämlich 2015 in Berlin gegründet. Knapp 3 Jahre später, im Spätsommer 2018, zogen Markus Garra und Stefan Schröer nach Hamburg und eröffneten dort gleich 2 Stores. Verstärkt wurden sie dabei von Christian Buggentin, der wohnte nämlich schon in Hamburg. Marco hat das Unternehmen allerdings inzwischen verlassen. Warum sind sie überhaupt nach Hamburg gekommen? Ich meine, in Berlin irgendwie ist ja eigentlich Craft Beer ganz weit vorne. Und
Das haben sie gemacht, weil sie hier mehr Chancen für ihre Biermarke gesehen haben. Stefan Schröer beschreibt das so. Wir sind ja damals eingestiegen, da hat man eigentlich schon fast gedacht, okay, dieses Craftbier, das ist vorbei. Und dann, also viele haben gesagt, boah, ihr fangt jetzt erst an und wollt da wirklich einsteigen. Das habe ich aber so nicht erlebt. Also für uns kamen dann so ein bisschen noch die goldene Zeiten. So, also das war abgefahren. Wir sind ja überall hingefahren. Also man muss auch sagen, wir haben auch die Ochsentour hinter uns. Ich glaube, heutzutage, wenn man jetzt was macht, aufmacht oder gründet, ist man vielleicht gar nicht, also ich kriege es nicht mehr mit, nicht mehr so mit, dass man jeden Tag angerufen wird und jemand bringt die Bier vorbei. Das passiert nicht mehr. Was wir aber damals gemacht haben, ist genau das. Marco oder ich waren immer auf der Straße und wir haben Bier verkauft. Und wir haben immer, egal ob es jemand in Bielefeld Bier haben wollte, in Frankfurt oder in Hannover oder irgendwo im Sauerland, dann haben wir die Tour da irgendwie drumherum geplant und sind natürlich nie irgendwie für eine Kiste nach Bielefeld gefahren. Aber auf dem Weg nach Bielefeld sind ja auch noch ein paar Orte. Genau, und deswegen, das war total interessant und das war viel größer. Also das haben auch viele gemacht, ne? Also das waren nicht nur wir. Und jetzt mal auf Hamburg runtergebrochen, muss man sagen, das war damals, war auch, also jetzt ab so 2015, 16, dann war man natürlich oft hier, man hat viele Kooperationen gemacht. Ich weiß noch, wir haben mindestens einmal im Jahr oder zweimal im Jahr standen wir hinten auf dem Schulterblatt beim Tip-Top-Kiosk und haben irgendwelche Partys da auf dem Schulterblatt gemacht und haben Bier. Ja, die waren sehr schön, da erinnere ich mich noch gut dran. Box raus, Bierverköstigung und versucht dein Bier an die Leute zu verkaufen. Gefühlt war das alles ein bisschen einfacher damals. Ich glaube, so man muss sagen, aber dann kamen natürlich viele Gastronomen, die auch Craft Beer geführt haben, auch viele, ich sag jetzt mal, San Pablos und Taco-Laden, den gibt's jetzt leider schon nicht mehr, an der Sternbrücke, die haben dann auch Craft Beer aufgenommen, was toll war, also auf einmal hast du so Orte gehabt, die jetzt gar nicht so Craft Beer-affin waren, aber haben sie Craft Beer aufgenommen. Tja, das war tolle Zeiten, den Laden, es gibt eigentlich diesen ganzen Taco-Laden an der Sternbrücke nicht mehr und deshalb nimmt er auch kein Craft Beer, weil er kräftig umgebaut wird. Genau. Und das Gebäude gibt's auch, glaube ich, gar nicht mehr. Da hat sich schon einiges getan. Das ist wirklich schade drum, das war ein toller Taco-Laden. Und konnte während der Wartezeiten, die durchaus ob der Schlange ziemlich lang waren, dann sehr entspannt ein gutes Bier schon mal trinken. Das hat mir gut gefallen. Allesamt Quereinsteiger, die einen starten mit Gastro, was sich im Nachhinein sicherlich ausgezahlt hat. Darauf werden wir später zu sprechen kommen. Aber es gibt eben noch weitere Quereinsteiger und einen, der exemplarisch für eine besondere Sorte von Bierpersönlichkeiten steht, ist Björn Lange von Cool Cats in Town. Ein Bierlabel, mit dem er vor 2 Jahren antrat, um noch mehr Katzen-Content in die Bierwelt zu bringen. Und er hat mit seinen Bieren wirklich für Furore gesorgt, muss man sagen. Ja, das stimmt irgendwie, genau. Es gibt ja genug Hunde-Content anscheinend in der Bierwelt, da muss irgendwie noch Katzen-Content dazukommen. Und das Besondere daran, er ist halt eben ein Heimbrauer oder er kommt aus der Heimbrauerecke. Und hat dann auf einmal angefangen, sein Bier in größeren Mengen halt in anderen Brauereien brauen zu lassen und es direkt in die Dose abzufüllen. Und war damit auf Craft-Bier-Festen und auch in Stores ziemlich präsent die letzten 2 Jahre. Und wir hatten ihn ja auch schon mal vor 2 Jahren zu Gast in unserem Podcast. Ja, wir waren quer in Deutschland unterwegs. Wir sind sogar auch eingeladen worden von Meisels and Friends und waren auch in Bayreuth. Und wir waren auch in Schweden beim Brusgivill tatsächlich, wo wir auch eingeladen waren und konnten dann internationale Luft schnuppern. Das war schon sehr interessant und darüber haben wir eben halt auch sehr viel kennengelernt. Wir haben aber trotzdem noch halt 6, 7 besondere Biere rausgebracht, die auch gut gefeiert worden sind, so wie es den Anschein machte. Auf jeden Fall, ne? Die habt ihr dann jeweils immer bei Brewdog in Berlin gebraut, ne? Ja, nicht alle. Wir haben auch die 2 letzten, die wir in der Dose rausgebracht haben, die haben wir auch bei den Witthofer gemacht. Und bei Brewdog haben wir ja auch angefangen und haben da eben halt die ersten größeren Chargen gemacht und haben dann darüber eben halt auch die Bekanntheit eben halt mit Brewdog auch näher gemacht und
ist auch ein sehr gutes Miteinander. Also das war auch ein wirklich, das Einzige, was eben halt ein bisschen schwieriger war, war eben halt immer die Strecke. Also sprich 300 Kilometer fahren, also oder 3 Stunden im Auto sitzen hin oder auch im Zug 2 Stunden eben. Und dann eben halt dort einbrauen und dann eben halt wieder zurückfahren 3 Stunden. Wenn man da nicht übernachtet, dann war das schon eben auch Arbeit. Ne? Das ist schon so einiges, was dann eben halt dazugekommen ist. Das war mit Wittorfer, war das mit einer Dreiviertelstunde mal ganz kurz über die A7, wo dann eben halt keine Geschwindigkeitsbegrenzung dann eben halt gewesen ist. Mal ganz kurz hochknistern nach Neumünster. Das war dann schon nochmal eine andere Nummer und ja. Ich glaube, wie schon gesagt, Björn steht für eine Reihe von Craft-Beer-Brauern und Bier-Label-Gründern, die vielleicht einen Tick zu naiv gestartet sind und die am Ende dann am Scheideweg stehen, wie Björn. Wo stehen wir heute? Ja, jetzt, ich habe das Business auf Ruhen gestellt oder beziehungsweise bin da kurz davor, das Ganze auf Ruhen zu stellen, weil ich mich selber eben halt übernommen habe und vom Ansatz gut gestartet. Mit mehreren Freiwilligen, die sehr enthusiastisch eben halt an die Sache rangegangen sind. Also ich habe tatsächlich das ein bisschen unterschätzt, dass eben halt das administrative im Hintergrund eben halt zu leisten ist. Und lieber hätte ich dann 3 oder 4 Biere weniger gemacht und hätte dann, sag mal, das Administrative dann eher mehr im Fokus oder im Vordergrund gerückt. Key-Punkte wären in Zukunft, wenn ich das eben halt wieder aufnehme, dann tatsächlich, dass ich dann auch nach Investoren schaue, also dass das nicht irgendwie, dass das dann nicht von der eigenen Geschichte ist und so. Genau, ich hätte lieber so 3, 4 Biere weniger gemacht und dann dadurch eben halt das eher in das ruhige Fahrwasser gebracht, so dass es sich von alleine trägt. Das war auch das Ziel. So, und Ziel ist jetzt eben, wenn man nochmal anstartet, nicht mehr mit dem eigenen Geld dann alleine loszustarten, schon auch, dass da was mit Eigenkapital mit reinfließt. Aber dass man eben auch andere weiter mitbegeistert und das dann eben halt nochmal ein bisschen anders aufzieht und sich dann 1, 2 Key-Manager oder eben halt Schlüsselpositionen einkauft und die dann eben halt das im Hintergrund machen lässt, weil dann hat man auch wesentlich mehr Hände frei, weil ich war Vertrieb, ich habe Logistik gemacht, ich habe den Fahrer gemacht, den Stand aufgebaut, nicht alleine zum Glück, aber ganz viele Leute haben auch eben halt auch mitgeholfen, auch in dem Marketing und auch in dem ganzen Controlling, also auch nochmal drüber blicken und so. Das ist immer ganz gut, wenn du von außen eben halt auch die Leute hast, die dann eben auch mit drauf blicken und auch mit am Stand daneben auch stehen und da eben halt auch Gas geben, die Anlagen mit aufbauen können. Und wenn du das nicht ganz so gar alleine machst, da habe ich ja auch den einen oder anderen getroffen. Ich weiß nicht, ob der Birdie Bier kennt zum Beispiel. Der Frank, der hat das alles komplett alleine gemacht, als wir uns dann in Lingen, war ich auch zum Beispiel, in Lingen getroffen haben. Und das war sehr beeindruckend, aber auch irgendwo traurig und auch heftig zu sehen, was er da eben für Energie reingesteckt hat. Weil er es ja auch nicht Vollzeit gemacht hat, sondern auch nebenbei gemacht hat. Und das ist schon, da trifft man eben halt wirklich auch auf Leute, die eben halt sehr enthusiastisch unterwegs sind. Aber man darf eben halt das Administrative absolut nicht aus den Augen lassen und ich habe es leider getan und von daher gibt es jetzt erstmal eine Pause beziehungsweise jetzt erstmal nichts zu hören beziehungsweise außer vielleicht den einen oder anderen Post. Das heißt aber, Stand jetzt ist dann sozusagen, also so on hold heißt, du hast halt verschiedene Ideen, brauchst wahrscheinlich auch kleine Chargen einfach selber und irgendwie guckst, bis du wieder was Größeres machen kannst, sammelst du dich. Genau, ich sammle mich jetzt erstmal, will jetzt auch nicht sagen, wann das jetzt irgendwie soweit ist, aber so lautstark, wie das dann eben halt auch angefangen hat, so lautstark kennt ihr mich ja, werde ich wahrscheinlich dann wieder um die Ecke kommen, wenn es soweit ist. Wie gesagt, ich suche eben halt den einen oder anderen Geldgeber dann zu dem Zeitpunkt, wenn es dann soweit ist. Ich meine eigene Energie auch gesammelt, aber man muss das eben auch dazu sagen, es ist ja nicht nur so, dass man eben halt, hey, ich brauche jetzt Bier und ich habe jetzt ein bisschen Lust auf Bier brauen oder so. Ich mache es ja auch noch nebenbei, das muss man auch dazu sagen, aber selbst auch, wenn du es nicht nebenbei machst, sondern Vollzeit machst, wie sagt man immer so schön, da muss eine alte Frau hat mir früher gesagt, viel stricken oder ein Bierbrauer viel Bier verkaufen. So, und das ist eben halt, habe ich auch an vielen Ecken gehört, aber es ist auch wirklich so, du musst erstmal eine Charge machen, die dann verkaufen und dann aber auch so gut wie es geht verkaufen und dann nicht gleich schon die nächsten 2 oder 3 Chargen. Das ist zwar cool, aber jetzt auch nicht so cool. Lieber klein und dann eben halt schauen, dass eben halt vielleicht eine Standardmarge eben halt läuft oder ein Standardbier läuft. Und dann eben halt so die Kleinen mal reinschießen und dann mal schauen, dass die sich dann alle abverkaufen und dann so nach und nach. Jetzt kriege ich jetzt nach 2 Jahren oder nach 1,5 Jahren bekomme ich eben halt mehrere Anfragen aus der Gastronomie oder eben halt von mehreren
Hotels oder so und die fragen dann eben halt so, oh, gibt es euch noch und kann man euch noch bekommen und wie sieht das dann aus und so. Jetzt wäre es eigentlich schön gewesen, durchgehalten zu haben, so um dann eben halt jetzt so den Fassmarkt eben halt auch zum Laufen zu bringen. So nach Corona war das ja ein bisschen schwieriger mit dem Fassmarkt und das ist dann eben halt eigentlich meine Idee gewesen, auch eher den Online-Markt zu bespielen. Aber dadurch, dass das eben halt so überwältigend war, das Ganze mit dem Bier eben halt aufzubauen und überall dabei sein zu müssen oder zu wollen auch, war das dann eben halt dann irgendwann auch schwierig, dann auch das Online-Projekt dann eben halt aufrechtzuerhalten. Es ist eigentlich auch soweit fertig. Sogar der Online-Shop ist eigentlich soweit fertig, bis auf mehrere kleine Schwierigkeiten oder Spielereien, die ja jeder irgendwo mit seinem Shop hat. So, und aber da bin ich einfach nicht mehr zu gekommen und irgendwann ist dann eben halt die Energie so weggebrochen, dass ich immer gesagt habe, okay, ich heb jetzt die weiße Flagge und sorry, ey, das war's dann jetzt erstmal für die nächsten Monate, Wochen, Jahre, mal gucken. Was meinst du, Stefan, macht der Mann wirklich Jahre Pause? War's das mit Cool Cats in Town? Nee, das glaube ich und hoffe ich natürlich nicht. Und er ist ja, hat ja auch so viel Bierbegeisterung in sich. Ich glaube, der juckt da schon in den Fingern, irgendwie die Geschichte wieder aufzunehmen und weiterzumachen. War ja auch toll. Es waren wirklich tolle Biere, die er am Start hatte. Ja, und ich glaube, er mochte auch ein bisschen diesen Fame, also diese Begeisterung, die seine Biere ausgelöst haben. Und absolut. Brauer und Brauerinnen haben ja immer ein bisschen Fame auch. Ich erinnere mich damals in diesem Kiosk Schulterblatt. Der Tip-Top-Kiosk, da gab es immer ein Riesen-Hallo, wenn zum Beispiel Stefan Schröer kam von Superfreunde und so ähnlich war das für Björn auch, wenn er unterwegs war und das wird ihm bestimmt fehlen. Absolut. Okay, machen wir weiter. Lars Zirpens ist einer, der die Sache mit angezogenerer Handbremse angeht. Lars hat zusammen mit zwei Freunden das Bierlabel Diggerbräu gegründet. Eigentlich arbeitet er für Weleda im Marketing und sein Kumpel Thorsten war Qualitätschef bei Nivea und daher kennen sie sich. Und der Thorsten ist der Heimbrauer im Team und Sigi ist der Dritte im Team und der war zuvor, Achtung, auch bei Nivea. Also das ist die Nivea-Gang, die da hinter Diggerbräu steht oder die ehemalige Nivea-Gang. 2022 haben sie das Unternehmen Dude Bev gegründet und das ist das, was hinter Diggerbräu steht. Ja, und plötzlich hatten wir unsere eigene kleine Marke und dann haben wir erstmal angefangen mit Family and Friends und haben das dort verkauft. Dann kam mal eine Agenturparty dazu, eine Vernissage, ein Agenturkühlschrank. Dann ging es weiter, dass wir dann beim Rewe von Stanislavski reingekommen sind und später dann bei Struve. Dann sind wir bei Gebrüder Heinemann zum Flughafen gegangen und so weiter und so fort. Aber wir haben auch mal geguckt, dass das irgendwo zu uns passt und wir da auch mit einer Geschwindigkeit vorangehen, die eben zu uns passt. Wir haben dann mal geguckt, was sind so interessante Perspektiven nochmal, was passt zu Hamburg, was passt zu uns. Wir haben angefangen, da hatte der Thorsten schon frühzeitig mitgestartet, Hopfen hier in Hamburg anzubauen, in Privatbereichen oder auch an so einem riesigen Obi-Markt im Gartencenter. Wir haben jetzt auch ein Projekt am Rande eines Naturschutzgebiets mit einem Bio-Obstbauern in Moorburg, wo wir noch mehr Hamburger Hopfen anbauen möchten. Wir haben immer auf Mehrweg gesetzt von Anfang an, weil wir das für wichtig halten. Wir sind dabei beim Thema Pfand gehört daneben. Das ist auch eine ganz tolle Initiative von Fritz Kohler und wo viele andere dabei sind. Da geht es ja darum, dass Leute, die auf das Pfand angewiesen sind, eben nicht in irgendwelchen Scherben im Mülleimer rumwühlen müssen. Das ist ja eh schon schlimm, dass das überhaupt sein muss, sondern dass man das Pfand eben daneben stellt. Ja, und so sind wir ganz tief verwoben hier in Hamburg, haben dann zum ersten Mal gebraut an der Bundhäuser Spitze mit Jens als Braumeister vom Bundhaus und sind jetzt als Gypsy Brewer in der Stadt unterwegs und haben man schon an verschiedenen Stellen gebraut. Das macht natürlich Spaß und am meisten macht es aber Spaß, wenn wir selbst am Zapfhahn stehen.
Beim Galopper waren wir beim Gerrit Lerch, sowohl auf der Schanze als auch hier schon in Eimsbusch. Wir haben jetzt einen Bohemian Pilz, das ist ein wunderbares, kräftiges Pilz. Und ich persönlich finde noch besser unser India Pale Ale, ein East Coast Pale Ale. Das sind zwei wunderbare Biere, aber die sind natürlich schon ein bisschen spezieller und natürlich auch nicht so günstig wie jetzt andere Biere, die mit sehr großem Volumina unterwegs sind. Deswegen ist das für uns natürlich schon eine Nische. Trotzdem gucken wir, dass wir alles hier in Hamburg oder im nördlichen Raum machen, bis hin zu den Leuten, die unsere Etiketten gestalten und so weiter. Da versuchen wir also so lokal wie möglich unterwegs zu sein. Das ist dann auch extrem wichtig für uns. Ja, als Spruch sozusagen, Leitspruch haben wir uns ausgewählt, in Hamburg trinkt man Digger. Das war Lars von Diggerbräu. Leben vom Bier will er nicht. Er sagt, wie in allen anderen Branchen bricht natürlich so ein bisschen die Mitte weg und entweder ist man super Premium oder eben super günstig in Deutschland. Tja, hat er ein bisschen recht und wahrscheinlich ist es auch weise, das Thema entspannt anzugehen und das so ein bisschen mitlaufen zu lassen. Auch wenn ich mich immer frage, was so ein ambitioniertes Freizeitprojekt eigentlich so richtig bringt. Aber gut, im Sinne der Biervielfalt, wenn es Spaß macht, warum nicht? Es erinnert mich ein bisschen an die Brauboys damals. Die hatte ich auch kontaktiert für diese Folge und die waren aber im Urlaub und schrieben auch so, ja, es ist ja auch eher so ein Hobby und so und das schaffen wir dieses Mal nicht. So. Ja, okay. Okay, diese Labels kommen also und manche versinken dann auch wieder in der Versenkung. Und einer, bei dem ich das Gefühl habe, dass das anders laufen wird, ist Simon Puschmann von It's a Wrap. Mit dem haben wir ja ein Bierquiz zusammen gemacht, ne, Stefan? Mit dem haben wir ein Bierquiz zusammen gemacht, genau. Und der ist schon ziemlich engagiert bei der Sache, ne? Ich sage mal so, ein Mann, der seine Internetdomain auf dem Unterarm tätowiert hat, dem sollte man einiges zutrauen. Der ist schon sehr ehrgeizig bei der Geschichte. Und diese Biermarke It's a Wrap hat er zusammen mit seinem Sohn Leon aufgezogen. Der ist Brauer. Derzeit bei Stauder und er hat aber im Überquell gelernt. Aber lass mir doch Simon selber berichten. Eine Kurzvorstellung von mir und meinem Bierunternehmen. Wir sind die It's a Wrap Brewing Company und wir produzieren das Feierabendbier, das Wrap-Bier der Film- und Fotoindustrie. Das sind mein Sohn Leon, Brauer und ich, Simon, Fotograf und Regisseur. Leon hat von 2017 bis 2020 eine Ausbildung bei Überquell gemacht, war dann 3 Jahre bei Ratsherrn und ist jetzt bei Füchschen in Düsseldorf und braut Altbier. Ich bin seit 35 Jahren selbstständiger Fotograf und Regisseur, hauptsächlich tätig im Bereich Automobile. Seit wann ich dabei bin? Wir haben unsere Firma am 01.01.24 gegründet und hatten dann am 01.06.24 unser erstes Bier am Start. Das waren 5500 Dosen Phase One Pale Ale, die relativ schnell ausverkauft waren. Unser zweites Bier gibt es seit dem 7. August. Das ist der zweite Batch von dem Pale Ale und unser erster Batch French Flag Pilsener. Wie ich die Hamburger Bierszene empfinde? Sehr angenehm, sehr kollegial. Ich war sehr überrascht, als ich neulich beim Wildwuchs Gemeinschaftssud der Hamburger Beer Week war und alle 15 Brauer kennengelernt habe, wie kollegial man sich untereinander austauscht, wie freundlich man ist und wie sehr sich die Brauer gegenseitig helfen. Ja, Simon Puschmann, ihr hört, das ist eine Sprachnachricht, die er uns geschickt hat und auch diese hat er mordsprofessionell eingesprochen und ich hatte ihn gefragt, ob er uns eigentlich auch mal schreibt, wo man ihn denn überhaupt auch trifft, wenn man ihn mal treffen möchte in Hamburg, sprich, wo ist er unterwegs und das möchten wir euch hier nicht unterschlagen. Hier könnt ihr Simon treffen. Zum einen bei Heimspielen im St. Pauli Stadion, Haupttribüne, Block H7. Oder bei Ace Pizza in der Gärtnerstraße, wo es Simeon Ales Pale Ale als Hausbier vom Hahn gibt. Sehr geil. Oder im Galopper, der verschiedenste Biere am Hahn hat. Sonntags gehe ich manchmal in die Food Lounge in Bergedorf, aber nur, weil es da das super gute Vierländer Solero Bier gibt. Ja, den Simon Puschmann erkennt ihr tatsächlich ganz gut daran, wie Regine ja schon gesagt hat, dass er seine Domain simonpuschmann.com auf den Unterarm tätowiert hat. Und
Diese Idee zu Personal Branding teilt er ja mit Yvonne Schlosser von Locksmith Brewing. Die hat sich nämlich das Logo von Locksmith auch auf den Unterarm tätowieren lassen. Und du glaubst, beim Zechen und Stechen von Astra war es, ne? Ich glaube, ja. Und ja, es hat eine beachtliche Größe. Und ich finde, es ist ein Indiz dafür, mit welcher Ernsthaftigkeit Sie und Ihr Mann Thorsten dieses Bierlabel namens Locksmith Brewing in Volksdorf vorantreiben. 2020 haben Sie es gegründet. Es folgte fix der Bottle Shop Hopfenspeicher in Volksdorf. Und jetzt eröffnet demnächst dort auch Ihr Brewpub. Ja, genau. Da sind wir besonders gespannt drauf, weil irgendwie Volksdorf ist zwar relativ weit weg von uns, aber dadurch, dass mein Sohn da lebt, bin ich auch schon das ein oder andere Mal im Hopfenspeicher gewesen. Und der darf ja mittlerweile auch Bier trinken. Und ich hoffe, dann in deren Brewpub mal mit ihm zusammen hingehen zu können. Die haben da bestimmt auch alkoholfreies. Wir bauen ein Braugasthaus, das haben wir ja schon so oft kommuniziert. Und ich glaube, das erste Mal haben wir es vor 2,5 Jahren kommuniziert. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass ein Genehmigungsverfahren fast 10 Monate dauern kann mit der ganzen Vorarbeit. Ja, und dass Teile nicht lieferbar nicht sind. Ja, aber genau. Egal. Handwerker können nicht immer dann, wie man es sich wünscht. Ja. Ferien, Urlaub, Krankheit kommt auch noch dazu. Ja. Materialmangel. Aber? Der übliche Wahnsinn. Der übliche Wahnsinn. Aber wir haben immer noch voll Bock drauf. Ist so viel Herzblut drin. Ja. Und ja, wir sind auf der Zielgeraden. Die Brauanlage steht, ist installiert und in Betrieb genommen. Das Kühlhaus läuft, die 12 Zapfhähne sind installiert. Die Lüftungsanlage läuft seit Donnerstag. Es stehen schon viele Möbel drin. Wir sind so am Feinschliff machen. Genau, Feinschliff. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, die noch erledigt werden müssen. Die dauern natürlich auch ein bisschen länger, weil es ja der Feinschliff ist. Aber, genau. letzten Endes ist das Ziel schon sehr nah. Ja, wenn es dann fertig ist, haben wir drin 120 Sitzplätze, Musikkneipe, also wir dürfen Live-Musik machen. Ja, großartig. Ja, wir haben eine Kooperation schon mit Besserquizzer geschlossen, die werden einmal im Monat da sein. Ziel ist, 1 bis 2 Mal im Monat Live-Musik zu machen. Wir haben eine schöne Terrasse mit roundabout 50, 60 Sitzplätzen, die ab mittags Sonne hat. Durchgehend bis abends, genau. Genau, kleine Küche wird es geben. Wir haben Steel Dart, wir haben Tischkicker, wir haben Slipper. Habt ihr manchmal Schiss, dass es schief geht? Weil ein bisschen Geld habt ihr da in die Hand genommen, oder? Ja, natürlich. Natürlich hat man Angst. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich schon heute in der Küche gesessen habe, da bin ich ganz ehrlich. Ja, Existenzängste hat man da schon, vor allen Dingen, wir haben ja auch Kinder. Und man macht sich da schon Sorgen drum. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Thorsten ist immer der immer mich noch so ein bisschen auffängt und sagt, Schatz, das schaffen wir und wir haben eine tolle Idee und wir ziehen das jetzt durch. Wo ich manchmal schon am liebsten gesagt hätte, ich schmeiße das weiße Handtuch, aber auf der anderen Seite, jetzt gibt es kein Zurück mehr, das muss man jetzt durchziehen und wir haben ja auch Lust dazu. Das muss so, aufgeben gibt es nicht, gar keinen Fall. Es ist eben nicht alles rosig gerade dort draußen und einer, der das auch immer wieder sehr offen sagt, ist Christian Temme. 2021 hat er sein Braustädtchen am Hamburger Fischmarkt eröffnet. Das ist ein Bottleshop und dort gibt es nicht nur Bier, sondern auch jede Menge Veranstaltungen. Aber lassen wir Christian Temme doch erstmal selber ein bisschen was dazu erzählen. So vom Mentalen würde ich sagen, ist das Braustädtchen für mich natürlich so zweite Heimat und trotzdem ein ganz schwieriges Business. Das muss man einfach sagen. Also ich nehme den Begriff ja Craft Beer sowieso nicht mehr in den Mund, weil habe ich eigentlich von Anfang an nicht. Aber wenn wir das jetzt verorten und in Hamburg auch zu dem Thema Craft Beer, zählen wir uns natürlich dazu, weil wir Bierspezialitäten haben, die auch viele aus kleineren handwerklichen Brauereien kommen. Dann würde ich sagen, ging es uns schon mal besser. Hm. Ihr habt eure Öffnungszeiten auch eingeschränkt in den letzten Monaten, ne? Genau, ist noch gar nicht so lange her. Das war kurz nach Ostern. Ich hatte natürlich jedes Jahr für mich immer so ein Zeitpunkt X gewählt. Point of no return will ich nicht sagen. Der war natürlich schon lange, über den waren wir schon lange drüber hinweg, wo man vielleicht nochmal das Ganze irgendwie überdenkt, aber jedes Jahr hat man natürlich analysiert, hat man das Ziel erreicht, was man sich gesteckt hatte. Es gab ja auch einen klaren Businessplan über 2 Jahre und da kann man sagen, nein. Und dann muss man natürlich irgendwann so konsequent sein und sagen, okay, geht mal zurück in seinen alten Job und gibt es wieder auf. Oder versucht man einfach das Ganze umzustrukturieren und irgendwie diesen Traum am Leben zu halten. Und das habe ich gemacht, habe mich dann für Letzteres entschieden, habe dann die Öffnungszeiten radikal
reduziert, was die Tage anbetrifft, aber nicht nach hinten raus. Da haben wir sogar ein bisschen eine Stunde draufgepackt. Also wir haben halt gemerkt, man ist halt gerne hier am Fischmarkt. Und zwar am liebsten so zwischen 18 und 21 Uhr oder manchmal auch gerne noch länger. Das können wir leider hier nicht bewerkstelligen. Wir wollen keine Bar sein, aber wir wollen halt so einen Bottleshop mit einem schönen Abendcharakter haben. Und deswegen haben wir das jetzt so ein bisschen kompakter gestaltet. Donnerstag, Freitag, Samstag sind unsere Haupttage. Das waren sie auch von Anfang an. Das konnte man natürlich sehen an den Verkaufszahlen. Und ich habe jetzt tatsächlich halbtags wieder in meinem alten Job angefangen, um eben ein vernünftiges Einkommen zu generieren und trotzdem hier das Braustädtchen mit all der Liebe und all den Events, die mir ans Herz gewachsen sind, aufrechtzuerhalten. Ja. Was hält dich an dieser Liebe? Was lässt dich an dieser Liebe festhalten? Es ist ein bisschen... Die Frage ist berechtigt. Ein bisschen nach persönlichem Raumbau, weißt du? Also ich bin halt auch immer ein guter Kaufmann gewesen. Und ein Hanseat gibt nicht so schnell auf. Und vor allen Dingen hat er ja Verträge. Also ich kann natürlich auch nicht einfach so aus einem Mietverhältnis raus, ohne dass ich da ein blaues Auge davon trage. All solche Dinge, Verträge mit Lieferanten und natürlich auch mit meinem Partner im Großhandel, das ist die Biothek. Sicherlich geht das alles, wenn man will. Wenn man Insolvenz anmeldet, sowieso, klar, dann zieht man eh den Stecker. Keine Angst, soweit war es nie und ist es auch nicht. Es geht einfach darum, dass man davon nicht leben kann. Das ist halt schade. Also wir haben immer unsere Rechnungen bezahlt, wir konnten immer unsere Kosten decken. Aber man will natürlich auch gerne, wenn man das im Haupterwerb macht, davon ein Einkommen generieren. Das war immer so von der Hand in den Mund. Ne? Und trotzdem ist natürlich der Ehrgeiz da, dass man das irgendwann schafft. Und deswegen gebe ich nicht auf und habe ja auch viel Unterstützung immer wieder. Wir fahren ja immer wieder Aktion, will ich es mal nennen. Also wir machen kein Crowdfunding oder sowas. Weiß ich nicht, davon bin ich weit weg. Sondern wir fahren immer wieder Aktionen, wo wir unseren Stammkunden und alle, die uns einfach unterstützen wollen, was bieten über das normale Maß hinaus. Unsere Bierstilpartnerschaft zum Beispiel, wo dann auch ein bisschen Geld dann einfach für Investitionen und so reinfließen. Ne? Also auch das ist nie so richtig bei rumgekommen, dass man vielleicht nochmal ein bisschen Geld in die Hand nimmt und bestimmte Dinge umbaut oder so. Alles, was du hier siehst jetzt an zum Beispiel neuen Tischen und Stühlen, wo wir jetzt gerade drauf sitzen, das haben unsere Kunden mit der Bierpartnerschaft, Bierstilpartnerschaft finanziert. Und jetzt hat Christian ja sogar mit Partnern zusammen auch noch eine Brauerei ins Leben gerufen, und zwar Billbrew, wo ja zum Beispiel Lagerbernd braut, der ja bei uns auch schon zu Gast war. Da ist natürlich so ein bisschen der Traum, der dann als Hobbybrauer und jemand, der jeden Tag hier im Laden steht und tolle Biere probieren darf, verkaufen darf, andere Brauer kennenlernt, über 3 Jahre durch die Welt gereist ist, natürlich auch dort immer wieder in Brauereien reingeschaut hat. Der hat natürlich irgendwann auch den Traum, sein eigenes Bier in der Hand zu halten und am besten natürlich über den eigenen Einzelhandel zu vertreiben. Ja, und man sieht natürlich auch im Regal, wenn man jetzt Fremdbiere da stehen hat, kennt man ja die Marge irgendwann, die man so am Markt erzielen kann. Die ist natürlich auch endlich. Wenn man das noch weiter treiben will, wenn man also doch einfach rein wirtschaftlich, kaufmännisch gesehen, muss man natürlich irgendwann auch ein eigenes Bier brauen, wenn man tatsächlich da noch ein bisschen mehr rausholen will. Das sind wir noch lange nicht mit Billbrew. Außerdem bin ich das nicht alleine, sondern da stecken Marek und Patrick auch mit dahinter. Ich habe dann 2 weitere Freunde gefunden, Mitgesellschaft. Da ist alles wirklich zusammen mittlerweile. Es ist eine große Familie geworden, die mit mir gemeinsam dieses Wagnis angegangen sind. Wir haben eine GmbH gegründet, also wir haben es noch deutlich solider geplant und auch dann umgesetzt als jetzt hier im Braustädtchen. Das ist ja eine Einzelgesellschaft hier und relativ easy, schlank gehalten. Bei einer Brauerei ist natürlich auch schon ein bisschen mehr dahinter, ne? Also auch an Risiken. Und da haben wir dann von vornherein gesagt, da machen wir keine halben Sachen, GmbH gründen, ordentliche Angestelltenverhältnisse und so weiter. Aber macht Spaß. Also ich bin halt eher so vertrieblich unterwegs, versuche immer, dass die Rohstoffe da sind, dass vor Ort alles läuft, weil ich relativ nah dran wohne. Und Marek und Patrick haben dann andere Aufgaben. So teilen wir uns das gut ein. Und am Braukessel steht
Am Braukessel stehen zum Teil Lagerbernd. Genau, Lagerbernd steht Lagerbernd, LK Hoplot, Bernd Strehl, der uns damals dann sofort zugesagt hat, dass er für uns brauen will und vor allen Dingen auch seine Rezepte umsetzen möchte. Von Hobbybrauermaßstab 20, 30 Liter auf eben unsere 450 Liter. Das war natürlich mega. Als er zugesagt hat, haben wir uns mega gefreut. Weil wir haben alle unsere Rezepte mal gebraut als Hobbybrauer, aber Lagerbiere ist so ein bisschen so der heilige Gral. Ne? Mhm. Wenn man einmal weiß, wie viel Fehlaromen da reinkommen können, wenn man die Gärung nicht so richtig im Griff hat. Wir wussten halt, Bernd hat das alles durchexerziert. Also teilweise ja bis exzessiv über verschiedenste Hefeprofile, Temperaturprofile, hat sich da reingefuchst, selbst in die Wasseraufbereitung und so. Und das hat er alles umgesetzt bei uns. Wir haben nicht einmal wirklich irgendwas bereut, beziehungsweise auch irgendwie vernichten ist vielleicht das falsche Wort. Wir hätten es ja immer getrunken. Mit Freunden hätte man das Bier sicherlich immer gerne getrunken, aber wir haben jeden Liter, den wir produziert haben, auch verkauft bisher, weil es immer super Top-Qualität hatte und wir immer stolz waren, dass es halt so gut klappt. So, das war die Next Generation. Wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt noch weitere Player wie das Winterhuder Bier, die das Winterhuder Helles machen oder das Störtebeker in der Elbphilharmonie, leider auch inzwischen geschlossen. Das Lütte Höök, das Hamburgbier zum Beispiel oder das Vierländerbier, von dem Simon so geschwärmt hat. Das gibt es seit 2019 und kommt vom Allermöher Deich. Wir konnten wirklich nicht alle aufnehmen und wir haben auch nicht alle vors Mikro bekommen. Und es sind, ich glaube, das hätte auch die Kapazitäten dieses Features gesprengt. Deshalb haben wir. Genau, wir haben die Kapazitäten dieses Features ja ohnehin schon gesprengt. Du nennst es liebevoll das Monster, das wir hier erschaffen. Aber wir haben. Ja, es ist schon das zweite Monster, Godzilla versus King Kong. Genau, ja, und es gibt ja auch haufenweise Bars wie die Craft Beer Bar, was ja auch ein wahnsinniger Gewinn war für die Hamburger Bierkultur. Und Michael Solms war ja auch total oft zu Gast in diesem Podcast. Und oder das Omnipollos, das mit seiner seltsamen Geschichte daherkommt, mal auf, mit der Eröffnung dann und dann Pandemie und dann wieder auf. Und das ist eine wirklich ganz besondere Geschichte. Maximilian Mahner hat uns davon erzählt in der Sonderfolge, die für Supporter heute live gegangen ist, erzählt er die nochmal. Auf jeden Fall ist da so viel passiert und wir konnten sie leider nicht alle sprechen. Aber viele, wirklich viele, waren schon zu Gast in diesem Podcast. Also während wir so geguckt haben, das stimmt, ja, fand ich es Wahnsinn, wie nah wir dann doch dran waren und wie viele wir schon begleitet haben in diesem Podcast. Absolut. Da hat sich einiges gesammelt. Oh, ne? Ja. Aber es ist ja, dass es überhaupt eine Next Generation gibt, zeigt ja, dass es sich durchaus weiterentwickelt mit dem Craft Beer in Hamburg und weiterentwickelt hat. Mhm. Ne? Also es hätte ja auch, also man spricht ja jetzt gerade davon, dass ein Plateau erreicht ist, aber also so, es scheint ja auf jeden Fall nicht zu stagnieren. Nein, ne? Es hat sich ja auch drum noch ein Biermarkt entwickelt, ein erweiterter, wenn man so will. Denken wir an Besserbrauer zum Beispiel oder an den Braumarkt. Und das stimmt, so die Hobbybrauer-Ecke. Genau, ne? Die ja sowieso total wichtig ist für die Entwicklung dieser Szene, weil das sind sozusagen die Multiplikatoren, die bringen das rein in ihre Freundeskreise, in ihre Familien, in die Firmen, in denen sie arbeiten. Jeder, der einen Hobbybrauer oder eine Hobbybrauerin kennt, weiß, man kommt nicht dran vorbei, den Kram dann auch mal trinken zu müssen und zu dürfen vor allen Dingen. Und da kann man schon die eine oder den anderen überhaupt erst für die Geschichte vom Bier wirklich interessieren, sozusagen. Also überhaupt erst neugierig machen darauf, wie Bier entsteht. Denn in diesem wunderbaren Bierland Deutschland haben dann doch erstaunlich wenig Menschen wirklich eine Idee davon, was Bier so genau ist und wie viel Bierstile es gibt und wie viele Bieraromen und wie das überhaupt gemacht wird. Und da sind die Hobbybrauer auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Aber man muss sagen, die Szene verändert sich, ne? Und du sagst ja, es gibt vielleicht keine direkte Stagnation, aber andere wieder sagen doch, es gibt eine Stagnation. Es gibt sogar welche, die befürchten einen Rückgang der ganzen Geschichte. Andere wiederum sagen, nee, es ist stabil. Die Szene ist angekommen und bleibt jetzt erstmal auf diesem Plateau. Ich würde sagen, wir hören mal, was Protagonisten dieser Szene sagen.
oder? Was meinst du? Ja. Jens Hinrichs? Jens Hinrichs war ja einer, der auch in einem unserer ersten Podcasts schon war. Genau. Jens Hinrichs, für alle, die es noch nicht wissen, ist der Gründer, Inhaber Brauerei Bunthaus in Wilhelmsburg. Da hat er einen kleinen Schankraum im Inselpark. Und er hat uns erklärt, dass sich ja viel in Hamburg bewegt hat, aber so richtig durchgestartet, wie man es sich erhofft hatte, ist man eben nicht. Ich glaube, dass wir tatsächlich den Zenit erreicht haben, schon vor einiger Zeit. Und dass es jetzt wahrscheinlich auch eher entweder auf diesem Level bleibt, wie es gerade ist, oder sogar noch weniger wird. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es mehr Orte gibt, an denen man Craft Beer trinken kann, an denen man Bier trinken kann. Schwierig. Für mich persönlich, ich hatte dieses Jahr ein gutes Jahr, oder bis jetzt. Es war eigentlich ein sehr gutes Jahr. Und kann mir vorstellen, dass es einfach auch so auf dem Level weiterlaufen kann. Aber auch dort, ich hatte ja schon gerade eben angesprochen, Flaschen, da denke ich gerade drüber nach, die einzustellen, weil es sich einfach nicht lohnt und es doch recht aufwendig ist. Du hast relativ viel Arbeit für wenig Einkommen dadurch und von daher bin ich mir nicht sicher, ob das weiterlaufen soll. Ihr könnt es ja mal in den Kommentaren hinterlassen. Habt ihr Kommentare bei euch? Nee, ne? Na klar, Jens, haben wir Kommentare. Das nennt sich Mail oder Sprachnachricht. Und die könnt ihr uns schicken an cheers@hopcast.de. Was sagt ihr? Wie ist das mit der Abfüllung in die Flasche? Eure Meinung würde uns da sehr interessieren. Findet ihr auch in den Shownotes. Gehen wir weiter. Iris Eickert, Remi-Demi-Managerin bei Astra St. Pauli, sagt zum Beispiel, wenn sie zurückblickt auf die Entwicklung dieser Szene, dass sie eines freut, nämlich dass die Qualität der Biere sich in diesen letzten Jahren doch erheblich verbessert hat. Also ich finde, dass die Qualität der Biere deutlich höher geworden ist und vor allem auch die Biere die Qualität der Importbiere. Also ich weiß, über die hast du jetzt gerade nicht gesprochen, aber wenn ich halt so an 2014 zurückdenke, mit meinem heutigen Wissen wird mir klar, wie krass oxidierte Biere wir damals teilweise wirklich abgefeiert haben. Und das ist etwas, was uns heute nicht mehr passiert, glaube ich. Maximilian Mahner zum Beispiel vom Bottle Shop Beyond Beer und Bierverlag Brausturm, der schaut ziemlich nach vorne. Der sagt, es wird mehr Events geben. Da ist ja total viel passiert. So jeder, der da irgendwie reingegangen ist, hat ziemlich viel auch investiert, um das Ganze auch kommerziell häufig zu verfolgen. Und da so reinzugehen. Und inzwischen ist es ja schon so, ich finde, wir sind nicht Berlin, klar, also uns, wir haben vielleicht nicht so ein Bierer, wobei ich gar nicht weiß, ob es das überhaupt noch gibt, ehrlich gesagt, in Berlin, dass du da irgendwie eine Kneipe hast, wo es italienische Biere gibt. Aber wir haben zumindest, das Malto, wo dann auch mal selber gebraut wird und, ne, also, wo es dann irgendwie auch eine tolle Küche gibt und so, wo unheimlich viel gemacht wird. Du hast die Craft Beer Bar, wo es 30 verschiedene Biere gibt, irgendwie, wo jeder einfach reinkommen kann und auch was findet. Du hast Beyond Beer, wo es ein bisschen nerdiger ist. Du hast das Braustädtchen, wo dann auch für die Metal Community irgendwie, wo man auch mal einen super coolen Weg geht und sagt, okay, ich gucke mal jetzt, in welcher Community findet das Thema noch gar nicht statt. Und wo man da weitermacht, dann hast du immer die British Pubs sozusagen, die auch immer mal ein paar Specials immer mehr im Fass haben und auch schon immer hatten. Ja, was haben wir denn noch? Budok haben wir noch. Ja, genau. Ja, das ist mir Astra zu mit der Reeperbahn, das ist mir zu krass. Also ich würde in England hingehen, aber jetzt dahin, das ist in Hamburg die touristische und so, dieses Aufen, das ist nicht so meins. So, ne? Also es ist alles nie so richtig schlecht, muss man ehrlich gesagt. Leider ist es auch nie so richtig gut, aber es ist nie so richtig schlecht. Das ist irgendwie, also so, das zieht sich durch mein Leben. Also irgendwann, aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, irgendwie, wenn ich mal irgendwie auch in den 10 Jahren zurückblicke, gab es schon Momente, wo wir das auch gesagt haben, nach 2 oder 3 Jahren bei Beer und Beer machen wir diesen Laden zu. Weil wir gesagt haben, okay, das irgendwie ist das hier, läuft das doch nicht so gut an und da müsste jetzt auch mal mehr sein.
da muss jetzt irgendwie nochmal was rein, machen wir zu oder machen wir weiter. So was heute undenkbar wäre, weil der Laden super, super, super gut läuft und richtig einfach mega ist, also von den Leuten, von den Umsätzen, von den Gästen, was da bewegt wird und so. Das ist auf jeden Fall Deutschlands erfolgreichster Craft-Store, da bin ich mir ganz sicher. So, aber wenn man jetzt überlegt, Alter, okay, krass, vor 7 Jahren oder vor 6 Jahren haben wir überlegt, ob wir den zumachen. Ne? Hm. Und da ist halt auch die Frage so, wie die Leute, wie viel Kraft haben sie, einmal vielleicht monetär und finanziell, dann natürlich von der Ausdauer her, ne, und auch dann immer wieder neu zu überlegen, okay, was kann ich machen, was für ein Event kann ich machen, was für ein Tasting, was für eine Aktion kann ich irgendwie Proben ausgeben zu einer bestimmten Uhrzeit, einem bestimmten Tag oder wie Christian das macht mit der Musik, ne. Also ich glaube, was nochmal wieder stärker kommen wird, ist irgendwie so dieser, ich glaube, es wird nochmal mehr Events geben. Das ist durch Corona komplett abgeebbt. Also was es so an Craft Markets gab, vielleicht auch eine kleinere, vielleicht gibt es irgendwie auch mal ein Äquivalent zu so einem Mikkeler Beer Celebration in klein irgendwo. Wenn sich da jemand traut, das auf die Beine zu stellen, so wird das ja auch nicht ohne ist. Ich glaube, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es auch nochmal einen zweiten Beyond Beer gibt. Also da bin ich jetzt irgendwie, würde ich jetzt nicht sagen, dass es das nicht geben würde. So, ob das jetzt eine Bar ist oder ob das nochmal so ein Laden ist. Ich glaube, das wird es nochmal geben, irgendwann in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, also das irgendwie so als euphorisches Vorab sozusagen. Ja, das ist doch super zu hören, dass da jemand auch mal euphorisch ist, was das Thema angeht. Und Max fragt sich ja, ob es das Birra in Berlin noch gibt. Das gibt es noch, irgendwie toller Craft-Bier-Laden in Prenzlberg und wirklich mit Fokus auf italienischen Craft-Bieren. Ganz super. So, wen haben wir als nächstes? Wir haben als nächstes Niklas Nordmann, den Geschäftsführer der Ratsherrenbrauerei. Und der sagt, da müssen wir jetzt durch. Ich glaube, dass grundsätzlich der Fokus noch stärker allgemein auf der Gastronomie liegt. Ich habe das Gefühl, dass im Handel sehr wenig Potenzial für die Zukunft ist, für Biervielfalt. Dafür ist er einfach nicht ausgelegt so richtig, sondern das sind eher Spezialitätenläden, so wie bei uns hier der Store oder so oder generell Craft Beer Stores. Aber das wirklich das Direktgeschäft, denke ich mal, wird steigen, auch Online-Versand vielleicht in der Richtung und wirklich irgendwie Vielfalt in der Gastronomie, wechselnde Hähne, keine langfristigen Bindungen mehr. Das ist, glaube ich, so das Thema, was glaube ich, sich so entwickeln könnte. Ich glaube nicht, dass Biervielfalt irgendwie ausgestorben ist. Ich glaube, dass wir jetzt noch mal 1-2 Jahre haben, wo es schwer wird für solche Brauereien wie wir oder auch kleinere Brauereien. Mittelfristig wird eher die Wertschätzung, glaube ich, steigen für ein gutes Bier, weil einfach auch allgemein weniger konsumiert wird. Das merkt man ja auch. Es gibt nicht mehr diese Massenkonsum. Also gibt's schon noch, aber es wird weniger. Bier wird eher zum Genussmittel. Und ich finde, dann spielt eigentlich so Craft Beer, wenn ich das jetzt nochmal einmal so sagen, eigentlich wiederum eine relevante Rolle. Ja, also wenn man wirklich zum Genuss Bier trinkt. Aber die Bierstile werden, glaube ich, also ich habe das vermutet, eher weiter auseinandergehen. Es wird die ganz extrem weiterhin geben oder noch vermehrt und eher wirklich handwerklich richtig gut gebrautes Bier, wie auch Helles, was wir jetzt eben gesagt hatten, ist ein bisschen langweilig, aber kann auch spannend sein. Hier Frau Gruber und so weiter, die machen auch ein gutes Helles und das ist auch spannend und lecker. Und die traditionellen Brauereien aus Bayern, die können das auch und dann wird es eben weiter geöffnet. So sehe ich es eher, dass die Leute sich informieren, was ist das für eine Brauerei, was für Menschen stecken da eigentlich dahinter. Und dann haben wir, glaube ich, auch wieder alle eine gute Chance. Und da müssen wir jetzt einmal jetzt diese Phase da alle durchstehen. Das ist meine Meinung. Bei Fiete und Jule Mattis von der Wildfuchsbrauerei in Hamburg-Wilhelmsburg ist die Lage eigentlich stabil. Die haben in diesem Jahr ihr 10-Jähriges gefeiert. Das war eine richtig, richtig gute Party. Und die sagen, wenn sich eine Tür schließt, geht eine andere auf. Was das Bier angeht, sind wir eigentlich immer, klar, ein bisschen stagniert während Corona, aber danach auch wieder angewachsen und jetzt auch wieder die Absätze steigen. Die Nachfrage ist da. Klar hat man immer mal wieder auch, was die Kundschaft angeht, einen Wechsel, dass man Restaurants mit Bier beliefert und das jahrelang gut klappt und dann ändert sich da die Belegschaft.
weswegen man dann irgendwie nicht mehr so den Draht zu hat, dann ist auf einmal ein anderes Bier am Hahn und dafür taucht dann aber auf der anderen Seite wieder eine neue Tür auf. Also von daher sind wir ganz guter Dinge, was die letzten 10 Jahre angeht. Wie gesagt, haben wir einiges gelernt, aber was die nächste Zeit angeht, sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Wir sind so bei rund 2000 Hektoliter im Jahr. Die werden wir dieses Jahr reißen. Letztes Jahr waren wir knapp so drunter, dieses Jahr werden wir auf jeden Fall drüber sein. Und ja, was du zur Marktbereinigung sagst, ist natürlich, das sind immer so ein bisschen die Ansprüche, die man auch selber an sein eigenes Leben hat. Also wir machen das jetzt seit 10 Jahren und wir fahren nicht jeder einen Porsche oder oder haben was? Eine Penthouse-Wohnung oder wie auch immer. Und das will ich auch gar nicht den anderen unterstellen, dass das deren Ansprüche ist. Was ich sagen will, ist, dass wir hier sehr viel Arbeit reingesteckt haben und auch nach wie vor reinstecken müssen. Es ist kein Selbstgänger. Und auch alle recht bescheiden sind, ne? Also wir sind alle sehr flexibel, wir haben alle richtig Bock, aber wir leben auch alle bescheiden. Ja, und wir alle, damit ist tatsächlich unser Team gemeint. Ja. Weil wenn du kein funktionierendes Team hast, dann wird es halt schwierig, dann verlierst du selber die Lust. Mhm. Und bei uns, klar haben wir auch Personalwechsel gehabt in den Jahren, aber eigentlich nicht, weil die Leute nicht mehr bei uns arbeiten wollten. Also würde mir tatsächlich kein einziger einfallen, sondern tatsächlich eher so, dass sich bei denen die Umstände geändert haben. Also unser erster Azubi Vincent, der ist dann nach München gegangen. Seine Freundin hat da schon gewohnt. Die haben 3 Jahre, 3,5 Jahre eine Fernbeziehung geführt. So, und dann haben sie gesagt, so jetzt muss es dann auch mal sein. Und für ihn natürlich auch dann gleich die Meisterausbildung, die sich dann angeschlossen hat. So, und von daher haben wir immer das Glück gehabt, oder vielleicht auch Jule das Händchen, die passenden Leute bei uns ins Team zu holen, die wirklich hier mit Herzblut dabei sind. Und wenn man so ein Team hat, dann fallen einem so kleinere Problemchen auch leichter zu bewältigen. Bei der Wildwuchs-Geburtstagsfeier sind übrigens auch alle MitarbeiterInnen mit auf die Bühne gekommen und haben Applaus bekommen. Verdient, finde ich. Yvonne und Thorsten Schlosser, ihr kennt sie aus dieser Folge bereits, sehen ebenfalls positiv in die Zukunft, trotz so mancher mentaler Krise, die Yvonne vor allem beschrieben hat. Für sie spielt die Zusammenarbeit aller Brauereien in Hamburg eine richtige, wichtige Rolle. Ich glaube, die Craft-Szene ist etabliert, gerade auch in Hamburg. Und das wird auch wieder bessere Zeiten. Ja. Und ja, ich glaube, wir werden noch viele, viele tolle Jahre mit der Hamburger Craft-Szene hier erleben dürfen. Ja. Wir sind auf jeden Fall voll committed und haben richtig Bock, uns einen Beitrag dazu lassen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Christian Temme vom Braustädtchen, den habt ihr vorhin ja auch schon gehört, der glaubt auch, dass Zusammenarbeit wichtig ist, dass sich Hamburg insgesamt noch stärker als Bierstadt präsentieren muss. Was ich nicht verstehe, also frage ich mich immer wieder, wir kriegen so viel Lob in Social Media, weil man uns kennt mittlerweile, auch überregional. Mhm. Aber wo sind die Leute alle? Also sie schreiben immer alle, sie wollen unbedingt nach Hamburg kommen und Hamburg ist die Bierstadt und so. Ich bin oft hier im Laden, aber also es gibt ein, zwei, die wirklich das dann auch wahr machen und die es dann auch sehr intensiv machen und uns dann auch wirklich hier für einen Tag oder so oder einen Abend besuchen. Aber wenn ich überlege, wie oft ich in Städten dann auch solche Läden besuche, müsste es eigentlich viel mehr Traffic geben hier. Also das ist noch so ein Ding, was ich nicht greifen kann. Weiß ich nicht. Vielleicht müsste man da wirklich gemeinsam was anbieten. Ein gemeinsames Rundum-Paket, am besten natürlich mit dem Reiseveranstalter, ehrlich gesagt. Aber da haben wir uns irgendwie alle ja noch nicht reingetraut. Hamburg Tourismus könnte sowas, bin ich mir ziemlich sicher. Aber dafür müssten natürlich alle mitmachen. Es müsste halt so ein Wochenendpaket sein mit Übernachtung und Brauereiführung und Bottle Shop Experience und Barabend. Also irgendwie so, ne, dass du diese drei Elemente hast. Ich mache das ja nicht privat, ich mache das in kleinen für Gruppen, die halt das, die man überschaubar, sage ich mal, dann entsprechend durch so ein Programm durchlotsen kann. Das mache ich, aber ohne dieses Ganze drumherum, weil ich bin ja kein Reiseveranstalter. Ne? Also die müssen schon selber anreisen, die müssen schon selber sich ein Hotel suchen, aber ich glaube, wenn wir das
perfektionieren würden, dann könnten wir da richtig cool in Hamburg was reißen, weil ich wüsste nicht, in welcher anderen Stadt es das so in der Kombi auch gibt, in was man auch noch fußläufig machen kann. Gemeinsame Vermarktung. Wichtiger Punkt. Für diese Folge haben wir auch noch mit Brian Schlede in seinem Hobbybrauhandel Braumarkt in Altona gesprochen. Der ist gleich direkt neben Landgang. Und auch er hat diesen Punkt besonders hervorgehoben. Wir müssen das mal gemeinsam besser vermarkten. Dadurch, dass jeder hier so ein bisschen als Einzelkämpfer nebenbei auch unterwegs ist und es jetzt nicht den großen Investor gibt, der da quasi was reingibt, dann kann das nur langsam wachsen. Aber wie ich das einmal hier, letztes Jahr war ja unser Packer aus Finnland mit bei der Hamburg Beer Week Celebration im Oberhafen. Der hat gesagt, ja, also der hat jetzt, glaube ich, seine 25.000 Besucher. Er hat gesagt, ja, wie hast du das geschafft? Und er sagt, das war am Anfang so klein wie bei euch. Ich habe einfach 23 Jahre gebraucht. Ja. Ja, man muss da dranbleiben. Wir waren ja bei der Tour de Goose irgendwie in Belgien. Und da ich habe die Zahl nicht mehr genau, aber als sie das erste Mal gemacht haben, das war eine sehr überschaubare Zahl, die da bei Bohnen aufgeschlagen ist. Mhm. Und jetzt sind da Tausende, die an dem Wochenende halt durchströmen. Man muss dranbleiben, ne? Das ist ein Volksfest, ja. Vielleicht muss man das auch mal hier mit Bussen organisieren. Wir haben ja die Bierbutterfahrt auch im September wieder. Ja. Die konzentriert sich ja auch nicht nur auf die Umlandbrauereien, wie es ursprünglich gedacht war, dass wir Hamburger mal rauskommen, weil man ist immer schwierig, zu einer Brauerei mit dem Auto zu fahren und dann kommst du nicht mehr zurück, weil du getrunken hast. Aber jetzt sind ja auch wieder Hamburger Brauereien bei der Tour mit dabei und die ist ja auch inspiriert von der Tour de Goes, ja, wir sind ja auch alle zusammen da gewesen und haben uns eigentlich nur gefreut und haben gesagt, das musst du doch hier auch im Norden einfach machen. Und vielleicht müssen wir solche Sachen auch mal mehr miteinander verknüpfen. Bierbutterfahrt, Bierweek und dann im Winter vielleicht gleich nochmal mit dem Senatsburg. Oder wobei im Sommer ist die Ausfahrt immer ein bisschen schöner als im Winter. Auf jeden Fall. Das heißt, das ist quasi so dein Ausblick in die Szene, also in die Zukunft der Szene sozusagen, die europäische Weltherrschaft. Ja, also ich denke, wir sind zumindest das Tor zur Welt als Hamburger Hafen. Vielleicht sind wir genauso ein Tor auch für die Bierlandschaft. Wir haben coole Brauereien, wir sind eine coole Stadt und wir haben tolle Biere mit viel Außenvermarktungspotenzial. Ich meine, wenn wir bald irgendwann 20 Millionen Touristen in Hamburg haben, warum sollen die nicht alle in die Brauereien einfallen? Wir müssen das Thema einfach mal verknüpfen. Wenn die Hamburger Brauer mal wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen haben und wir dann auch so langsam voranschreiten mit der Bierweek oder auch mit dem Senatsbock und diese Themen schaffen zu verweben, dass man mal das zentral organisiert, dass alle Bier-Events rund um Hamburg auch mal zentral vermarktet werden, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es da mal so eine Website gibt, weiß ich nicht, hamburg.bier oder sowas und da gehst du dann drauf und dann stehen da alle Hamburger Bier-Events ganzjährig und man die Szene tauscht sich aus, was man zusammen machen kann, dann hat das viel Wachstumspotenzial. Der Senatsbock hat in Sachen Vermarktung übrigens schon vorgelegt und sein Logo nebst Instagram-Auftritt kräftig aufgeräumt. Aber Marketing hin oder her, was bleibt, ist die Preissensibilität des Verbrauchers und der Verbraucherin bei Craft Beer. Simon Puschmann, ihr kennt ihn schon von It's a Wrap, sieht besonders hier das Problem für die Zukunft kommen. Die Hamburger Bierszene macht einen super Eindruck. Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es werden harte Zeiten für Craft-Bier-Brauer. Die Zutaten werden immer teurer und die Leute sind immer weniger bereit, Geld auszugeben für gutes Bier. Aber ich hoffe, dass wir uns da irgendwie durchwursteln und die Bereitschaft der Leute langsam steigt, gutes Geld für gutes Bier auszugeben. Tja, aber wie kann man das hinkriegen? Es sieht ja anscheinend so aus, als wäre jetzt gerade die Kombi aus Restaurant, Bar, Event und Bier eine, die Brauereien und Bierlabel krisenfest machen können und dazu beitragen können. Die Babygoats jedenfalls denken weiter daran zu expandieren. Aber sie wollen nicht mehr wie früher jedes Jahr einen Laden eröffnen. Ist auch ganz schön sportlich. Schwer absehbar, wie das wird in Zukunft, aber wir wollen auf jeden Fall weitermachen mit das Thema von weiteren Pubs. Aber ob das so schnell geht, wie wir vielleicht vor 2-3 Jahren gedacht hätten, ja, auf gar keinen Fall. Es muss erstmal, alles muss optimiert werden. Alles, was wir aufmachen und machen, muss wirklich nicht nur aufgemacht werden, es muss besser werden, so wie das Thema Bierbrau. Wir müssen uns immer verbessern und immer,
entwickeln. Die Qualität muss eben stimmen. Das ist ein guter Punkt, den ja auch Iris Eickert von der Astra St. Pauli Brauerei hervorgehoben hat. Die Leute feiern nicht mehr jedes Craft Beer ab, nur weil es den Namen Craft Beer trägt. Beyond Beer in der Weidenallee in Hamburg gehört zu den teureren Spezialitätenläden in Sachen Bier. Ihr habt den Mitbegründer Maximilian Mahner schon gehört. Der sagt, dass dieser Bottle Shop wahrscheinlich zu den erfolgreichsten in Deutschland zählt. Auch die müssen sich aber gut was einfallen lassen, um das Publikum zu halten und neue Menschen zu ziehen. Mit Qualität, ja, mit guten Bieren am Hahn und Programm, sagt Store-Manager Rino D'Aleno. Okay, ich kann sagen, dass 6 Jahre später, ich denke, die Bierszene in Hamburg, also jetzt aus meiner externen Sicht, weil ich bin nicht in Hamburg geboren und so, ich sehe, dass die Craft-Beer-Szene hat eine sehr große, gibt's viele Leute, gibt es eine große Bierszene. Ich denke persönlich und ehrlich, kann man noch besser machen, weil fehlt noch ein bisschen diese, es ist eine große Bubble, aber wir müssen ein paar Leute mehr in diese Bierszene reinholen, würde ich sagen. Die vielen, würde ich sagen, normale Menschen, die haben Bock, was Neues zu probieren, zu entdecken, und wir müssen auf jeden Fall besser arbeiten und noch weiter arbeiten, gut arbeiten. Und, aber die Kraftbierszene läuft und freue mich, wenn das so weitergeht, genau. Ich glaube, das geht dann nicht nur über die Qualität des Bieres, sondern dann auch Bier als Event zu inszenieren, was, glaube ich, du hier versuchst durch die Kombination mit Musik, aber auch mit Essen, ne? Genau, ja. Ich finde das persönlich sehr wichtig, weil, wie gesagt, viele Menschen, die kommen nicht aus der Kraft-Bier-Szene und die kennen sich nicht so gut aus mit Biersorten, genau wie wir am Anfang neue Biersorten getrunken haben. Wir waren so überraschend, okay, was ist das? Das ist noch kein Bier. Wenn wir vielleicht unsere erste Punk-IPA getrunken haben oder so, aber es ist noch ein Bier, es ist so fruchtig. Und wenn man versucht, in Kombination mit Musik oder mit Footprints das zu organisieren, vielleicht die Leute sind entspannter, in diese Szene reinzukommen. Und genau, ich denke, das ist eine gute Lösung, um neue Leute reinzukriegen. Genau. Christina Schwärzler, alias Tia, ihr kennt sie vielleicht aus dem Braumarkt Hamburg oder über ihren Instagram-Account Tias Brewpub, ist seit den frühen 2020er Jahren Teil der Bierszene Hamburgs. Zum Beispiel hat sie auch die Beer Week in ihrer Social-Media-Arbeit unterstützt. Sie hat Einblicke in die Szene und ist doch noch sehr frisch dabei. Und das liefert uns wichtige Perspektiven. Deshalb haben wir auch sie dazugeholt. Und auch sie erlebt, dass rund ums Bier immer mehr Programm geschehen muss. Es ist eine kleine Herausforderung. Als ich frisch nach Hamburg kam, waren viele Brauereien mutiger. Ratsherrn war zu dem Zeitpunkt noch nicht so groß, wie Ratsherrn heute ist. Ich habe einfach, man versucht ein bisschen bodenständiger zu werden. Es gibt eine großartige Community, aber es gibt auch sehr viele Anlaufstellen in Hamburg, was auf der einen Seite total wunderbar ist, aber gleichzeitig natürlich ist es so, dass jeder trotzdem seinen Lebensunterhalt verdienen muss und sich immer tollere Veranstaltungen aussucht. Also für den Konsumenten total gut, aber ich stelle mir vor, dass für die Brauer und für die Lokalitäten ist es schon eine Herausforderung. Ich glaube, wir haben gute Voraussetzungen, wenn wir wirklich alle eng zusammen miteinander arbeiten und uns nicht als Konkurrenten betrachten, sondern wir sind da immer noch eine kleine Bubble, auch wenn es in Hamburg schon viel los ist, aber sich gegenseitig zu unterstützen ist das A und O. Da sind dann Veranstaltungen wie Stechen und Zechen ein gutes Beispiel. Das zeigt, wir können alles zusammen erreichen. Und es ist ein großartiger Abend und dann profitiert auch wirklich jede Seite davon. Die Kollaboration, die Events und die Qualität müssen stimmen. Und wer nur mit einer Brauerei am Start ist, für den könnte es irgendwann eng werden. Simon Sümsklüs und Nienke Ostra von der Buddelschip-Brauerei haben ihre Bar Orlam in der Neustadt erst nach der Brauerei eröffnet. Für Simon war das im Nachhinein ein sehr weiser Schritt. Ja, wie angesprochen, es kam dann so recht schnell, also jetzt im Nachgang recht schnell eigentlich schon dieses ganze marketingintensive, IPA-lastige auf den Markt, was so diese
Varianz so ein bisschen eingeschränkt hat, finde ich, von dem, was die Brauereien rausgebracht haben. Und den Fokus halt sehr viel mehr auf das Drumherum, so Etiketten und immer neue Sachen vor allen Dingen, immer was Neues. So, das hat sich dann doch recht schnell irgendwo ergeben, dass das ein ziemlich erfolgreicher Trend wird. Mhm. Du gehörst ja zu denen, die eine Brauerei aufgemacht haben, aber keinen dazugehörigen Taproom am Anfang. Am Anfang, ja. Wann kam bei euch die Erkenntnis, wir brauchen irgendwie auch einen Ort, der für die Marke steht, darüber hinaus? Wie lief das ab? Eigentlich ziemlich schnell. Also das wurde recht schnell deutlich, dass es unheimlich schwer ist, in der Gastro Fuß zu fassen. Und ich meine, wir haben das Thema ja auch 2017 schon angegangen mit der Bar Orlam. Es hat dann auch ein klein bisschen gedauert, weil wir im Prinzip alles in Eigenregie aufgebaut haben. Aber, also 3 Jahre später sozusagen. Aber das war eigentlich relativ früh klar, okay, irgendwas müssen wir machen, weil so im herkömmlichen Bereich kommt man nicht weiter richtig. Das hat sich eigentlich auch bis heute nicht groß geändert. Insofern denke ich, sieht man halt auch, dass echt fast alle mittlerweile da irgendwie was haben in der Richtung, weil es halt auch ein sehr einfacher und sehr guter Weg ist, irgendwo die Biere direkt verkaufen zu können. Und vor allen Dingen dabei irgendwie einen Schnitt zu machen, wo was hängen bleibt, ne? Ja, richtig, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Du hast ja gesagt, mit welchem Gefühl du damals gestartet bist. Wie ist denn dein Gefühl heute? Ja, im Moment bin ich ja eigentlich fast an einem ähnlichen Punkt, wo ich einen Neustart sozusagen seit jetzt dann doch schon ein paar Jahren, aber immer noch vor der Nase habe. Und es ist ähnlich spannend, sagen wir mal, das Ganze machen zu können. Und auch die Ideen sind alle da. Und man merkt auch, dass das, also jetzt bei den Festivals diesen Sommer auch wieder so, die Leute haben auch Bock auf solche Sachen. Aber natürlich ist da auch ein bisschen Realismus da, dass das kein einfaches Unterfangen ist. Und es ist eine ziemliche Herausforderung, sich da jetzt nochmal irgendwo dem Ganzen zu stellen und zu sagen, ich gehe jetzt nochmal diesen Schritt und nehme doch recht viel Geld in die Hand und versuche das nochmal auf eine etwas andere Art als vorher, aber mit der gleichen Vision eigentlich, dass man seine eigenen Biere da auf den Markt bringt und damit irgendwie Erfolg hat. Ja, die Leute haben Bock auf Bier, aber gerade die Verbindung von Bier halt und Food, sagt auch Sascha Bruns von der Landgangbrauerei in Altona, ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Es ist auf jeden Fall deutlich wichtiger geworden. Und das ist auch so das Feedback von den Leuten, die zu uns kommen, dass sie ja natürlich auch irgendwie das Bier zu Hause kaufen, aber lieber dann zu uns kommen und 2-3 mehr Bier bei uns vom Fass trinken, einen netten Abend haben, irgendwie, weiß nicht, ob es Bingo ist oder Pubquiz oder ein Konzert ist oder was auch immer, da dann Zeit verbringen. Und wenn ich das jetzt nochmal neu planen müsste, dann von vornherein mehr Fokus auf die Gastro, definitiv. Ja, diese Pubquiz-Geschichten, das ist tatsächlich ein Phänomen, die laufen richtig, richtig gut zur Zeit. Darüber hinaus muss man sagen, der Realismus ist eingezogen nach dem Hype oder dem Hype der Anfangszeit. Und der Begriff Craft Beer ist schon längst kein Versprechen mehr. Im Gegenteil, so manche Brauerei möchte damit eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, weil der Begriff an sich abgrenzend wirkt, vielleicht sogar elitär. Ratsherrn zum Beispiel meidet ihn. Und Julia Wesselow von der Kervida Kreativbrauerei ist froh, dass sie sich von Anfang an gegen den Begriff im eigenen Namen entschieden haben. Ansonsten ist Julia gerade ziemlich positiv aufgestellt, gerade auch nach den aktuellen Entwicklungen ihrer Brauerei. Oliver Wesselow ist Gesellschafter, aber hat sich ansonsten aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Das war schon ein Riesenschritt, aber sie haben ihn genutzt, um wichtige Weichen zu stellen. Ihre Brauerei war ja schon länger nicht mehr ganz angemessen für die Mengen, die sie da brauen, und auch technisch musste sich einiges tun. Und sie sind jetzt mit
ja, im Grunde mit vielen ihrer Hauptsorten zur Inselbrauerei nach Rügen gezogen. Und dort werden jetzt ihre Hauptsorten gebraut. Aber fragen wir doch einfach mal Julia selbst, wie sich die aktuellen Entwicklungen für sie darstellen. Die Weltsituation gibt uns allen zu denken und stellt uns alle vor Herausforderungen. Aber ich finde, in jeder schwierigen Situation gibt es auch immer eine Chance. Und ich merke das jetzt hier in Hamburg, dass wir da einen sehr guten Weg finden, einfach gemeinsam zu arbeiten. Wir machen jetzt erstmal so weiter. Wir sind in dem alkoholfreien Sektor stark. Ja. Das möchte ich auf jeden Fall gerne weiter ausbauen. Wir werden Genussmenschen weiterhin mit unseren Klassikern, Prototyp Dominica, begeistern. Das wird es auch weiterhin geben. Da würde ich mir wünschen, dass wir da noch stärker in die Gastronomie kommen. Mhm. Und immer wieder auch die kleine, aber feine, treue Fangemeinde mit Sondersuden, wie jetzt das Blueberry, so wird die Fruchtkose heißen, zu begeistern, zu Veranstaltungen zu gehen. Ziel ist nach wie vor, dass wir hier wieder irgendwann vom Tank trinken werden. In welcher Größe und in welcher Form, in der eigenen Gastro, das wird sich zeigen. Spannend, was da passiert bei Kehrwieder. Und natürlich ist es ein großer Schritt, wenn Oliver Wesselow, der ja bisher für die Brauerei stand als Brauer, den Laden quasi nicht verlässt, aber doch das operative Geschäft. Und dann schauen natürlich schon alle, was tut sich da, wie entwickeln sich die Biere. Und ja, der Traum von der eigenen Gastronomie ist auch bei Kehrwieder offensichtlich noch nicht ausgeträumt. Sie suchen weiter in Hamburg. Die Superfreunde hingegen haben diese Stadt verlassen und sind jetzt in Norderstedt, der größte Fisch im Teich. Was macht das mit den coolen Ex-Berlinern und Wahlhamburgern mit Jeansjacken, Schnauzern, Tattoos und ihren inzwischen immer hopfenlastigeren, hippen Bieren in der Dose? Ja, du, wir tragen immer noch Jeansjacken, haben immer noch ein bisschen Berlin in uns und urban sind wir bestimmt auch noch irgendwie. Aber es ist, wir haben tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir jetzt nicht mit Friedrichshain in Norderstedt haben wir nicht geworben, aber wir haben mit ein bisschen Schanze in Norderstedt geworben, weil wir haben uns oft, also mussten uns sagen lassen, hey, das ist ja wie auf der Schanze, aber hier ist ja gar nicht die Schanze. Und ich weiß immer nicht, ob das positiv oder negativ gemeint war. Ich glaube positiv. Natürlich. Und dann war ich so, na gut, dann müssen wir den Leuten das ja auch erzählen. Dann ein bisschen Schanze in Norderstedt, weil klar, es ist alles ein bisschen rougher. So ein Laden, so wie er ist, gibt es nicht in Norderstedt, kein zweites Mal. Norderstedt war irgendwie, keine Ahnung, es hat Sinn gemacht. Also in dem Moment, wo wir es entschieden haben, hat Sinn gemacht. Und wir bereuen es auch nicht. Wir sind sehr happy hier, weil wir sind hier mit knapp 85.000 Einwohnern eine von zwei Craft-Bars. Das hat sich alles gut ergeben, aber ehrlicherweise haben wir damals gar nicht so gedacht, dass das so eine Location wird, weil wir haben eigentlich nur die erste Idee, wir suchen uns ein Lager und fürs Lager war es dann ein bisschen also das war keine Location, nur um Lager irgendwie aufzumachen. So, und es war sehr schnell klar, dass wir da ein Restaurant / Pub, ein Brewpub ist es ja nicht, weil wir da nicht brauen, aber im Endeffekt eine Art Restaurant trifft auf Trinkhalle, trifft auf Pub, Kneipe, was auch immer, halt immer mit ein bisschen Musik, immer veganem Essen, das ist mir immer ganz wichtig, auch immer wieder dazu zu sagen, es gibt nicht viele vegane Orte in Norderstedt, aber wir halten diese Flagge sehr hoch und wenn wir auch Fleisch machen, wir sind da immer sehr, sehr transparent und auch mit unserem Partner, wo kommt das Fleisch her, was machen wir da alles? Genauso wie auch beim Bier. Das heißt, man will ja auch wissen, wo das Bier herkommt, man trinkt ja auch nicht blind irgendwelche Biere. Und wollen wir natürlich auch erzählen, wo unsere Produkte herkommen und das tun wir auch. Und es ist eigentlich so ein Happy Place für uns, eine Spielwiese, wo wir Konzerte, Events, Pubquiz, Künstler auch, da verbinden wir auch alles. Ich habe lange in der Musik gearbeitet. Immer wieder Künstler, ein bis zwei Künstler im Monat spielen lassen. Ich
glaube, so einen Ort hätte ich in Hamburg nicht gefunden. Also nicht so, das ist, man hier weiter da, ich meine, man hat eine Außenterrasse, man hat schön viel Platz, ich glaube, so ein Ort wäre dann, oder ist sehr schwer zu finden, wenn man jetzt nicht einer der Großen ist, glaube ich. Wir sind sehr vorsichtig geworden in den letzten Monaten, oder sind sehr vorsichtig anders. Wir sind sehr vorsichtig ins Jahr gestartet. Ne? Man in Corona, das hat man alles noch irgendwie im Kopf, und da musste auch viel vernichtet werden, und wir sind irgendwie, wir haben uns dann sehr auf die Biere konzentriert, die bei uns sehr gut laufen. Das ist unser Rookie, das ist unser Helles. Wir bringen jetzt das Pilz wieder in die Flasche. Also eher Dinge, die so No-Brainer sind. So, und wir haben uns dann quasi so ein bisschen davon entfernt, wo wir auch letztes Jahr auch viel gemacht haben, gefühlt jede Woche neues Bier rausgebracht haben. Dieses Pensum wollten wir und konnten wir nicht halten, weil es natürlich auch immer einen Lagerbestand mit sich bringt, der einen vielleicht so ein bisschen zum Schwitzen bringt. So. Ja, das glaube ich. Deswegen haben wir damals so ein bisschen auch auf die Bremse getreten und gesagt, okay, lass uns jetzt mal wieder gemütlich gemütlich ist gut, aber lass uns vernünftig ins Jahr starten und gucken, was geht. Und jetzt so langsam fängt es wieder an. Wir haben einige Sude im Tank, aber es geht in der Richtung Fassbier, ne? Muss man auch tatsächlich sagen. Also wir ziehen uns auch so ein bisschen aus dieser Specialty-Welt zurück, was so Craftbier angeht, aber gar nicht so, also du wirst immer einen Rookie kriegen, du wirst auch immer ein Helles kriegen und du kriegst auch wahrscheinlich immer irgendein Specialbier von uns, aber halt keine 6. So. Alles klar. Aber nee, also ich will es gar nicht so negativ darstellen. Ich finde aber, der Markt hat sich krass gedreht. Und das ist nicht nur in Hamburg, sondern auch in Berlin. Ist, glaube ich, gerade egal, wen du fragst, es ist eine schwierige Zeit. Es macht aber dennoch noch viel Spaß. Aber ich glaube, dass dieser Punkt, dass du einen eigenen Ort hast, wo du Bier verkaufst, mit unserem Haus aus Superfreunde zum Beispiel, ist wichtiger als denn je. Die Szene hat sich krass gedreht. Irgendwie machen alle gerade Helles und Quiz. Und es gibt sogar einige, die bezweifeln, dass es überhaupt noch so eine Art Szene gibt. Zum Beispiel Volker Evers, Hobbybrauer und Hopcast-Hörer. Ja, also Szene, Craftbeer-Szene insgesamt. Ich habe gerade neulich wieder gehört, ich soll nicht mehr Szene sagen, warum auch immer. Weil einige dieses Wort inzwischen wohl nicht mehr so hören können. Ich denke, es ist so ein Stillstand, würde ich behaupten, eingetreten. Man trifft halt sehr häufig die gleichen, was ja auch irgendwie schön ist. Und trotzdem so wirklich neue, dazugekommene sieht man doch eher selten. Und das ist wahrscheinlich das Problem, was wir hier in Hamburg gerade haben. Das haben ja auch nun schon einige schließen müssen dürfen, wie man es auch immer nimmt. Auf der anderen Seite, Fiete von Wildwuchs, die wollen jetzt demnächst 10 Jahre feiern. Die Szene stagniert. Manche scheint das zu ermüden. Thomas Hund, Braumeister bei Blockbräu an den Landungsbrücken, jedenfalls wirkt wenig enthusiastisch, wenn er über die Zukunft der Bierbewegung spricht. Obwohl er der Bewegung grundsätzlich positiv gegenübersteht, auch wenn Blockbräu eher so ein klassischer Bierspot in Hamburg ist, halt ein klassisches Braugasthaus. In erster Linie ziehe ich ja immer durch die Spots, auch bei anderen Brauereien, nicht nur wegen den Craftbieren. Aber natürlich hat man das beobachtet und ich fand es einfach gut, dass Hamburg das auch hatte. Also, ja. Dass es endlich mal so ein bisschen die Thematik Bierstadt Hamburg mal ein bisschen aufkam. Ja. Ne, und das fehlte hier einfach, weil in Hamburg wird doch sehr, sehr viel Bier getrunken. Mhm. Und ihr wart ja auch von Anfang an gleich bei der Senatsbock-Geschichte mit dabei, ne? Ja, bei der Senatsbock-Geschichte waren wir halt von Anfang an dabei, ja. Und das finde ich auch gut, dass es das immer noch gibt, die Bierweg jetzt noch dazu und dass man immer noch ein bisschen was zusammen auch macht. Ja, was glaubst du denn, wo das Ganze so hingeht von der Bierszene her? Also bei vielen, mit denen man spricht, die sagen ja gerade, es ist so ein bisschen so eine
Sohle erreicht quasi. Also nachdem man am Anfang dachte, wow, das geht alles wahnsinnig steil nach oben und alle Leute werden in Deutschland nur noch Craftbier trinken. Das hat sich ja jetzt nicht bewahrheitet. Jetzt sind wir gerade auf so einem Plateau, sagt man ja, ne? Auf so einem Plateau angekommen. Glaubst du, das bleibt da, geht weiter runter oder geht weiter nach oben? Also ich glaube eher, es geht tatsächlich, wenn es bleibt, wäre es schön, aber ja. Ich glaube eher, es doch noch nach unten geht, weil die Akzeptanz ist, glaube ich, in Deutschland, weil die Biere eben auch teurer sind. Ja. Ich glaube, es gibt in Deutschland keine große Akzeptanz, für einen halben Liter Dosenbier, sag ich mal, 6,50 Euro auszugeben. Ja. Das ist so, ich sag mal, das schlimmste Motto, was es in Deutschland hier gab, Geiz ist geil. Ja. Und das ist eigentlich traurig. Aber wir werden da nicht viel dran ändern können. Die Großbrauereien machen es uns vor, Kiste 10 Euro. Dann denkt der Gast oder der Kunde halt, Bier ist halt ein Ramschprodukt, muss man leider so sagen. Tja, das Bier, das Ramschprodukt. In einem Land, das sich ob seiner Biergeschichte und seiner Historie doch so lobt. Obwohl die Mars auf der Wiesn hat definitiv keinen Ramschpreis, oder Stefan? Wo liegen wir da? Nee, das kann man nicht sagen. Da liegen wir ja jetzt für irgendwas um die 15 Euro oder so. Ist ja für ein Liter Bier, also so in Anführungszeichen normales Bier, ganz ordentlich. Das ne? ist definitiv kein Ramschpreis. José hat mir im Interview gesagt, er glaubt, dass die Brauer selbstbewusster werden müssen, dass sie sich noch mehr abgucken müssen, gerade auch von Winzern, was eben Selbstbewusstsein angeht und Storytelling und Preisgestaltung. Das ist vielleicht ein Weg. Ja, das ist auf jeden Fall gut, aber da sprichst du ja auch manchmal mit Leuten, die eigentlich genug Geld haben, die dir auch erklären, dass eine Flasche Wein nicht mehr als 5 Euro kosten darf. Ne? Also die haben, glaube ich, so im mittleren Segment ein ähnliches Problem. Was wir auf jeden Fall sagen können, Bier muss immer mehr Event werden und sein, sich einfügen in eine gute Zeit für den oder die Biertrinkerin. Und damit bestätigt sich ein wenig auch das, was Niklas Nordmann zum Beispiel gesagt hat und einige andere in dieser Runde. Wir stellen fest, dass zu Hause gerne alkoholfrei getrunken wird, immer mehr. Vor allen Dingen zu Hause ist eine Vermutung von mir, denn ich nehme auf Bierfestivals nicht wahr, dass alle ihr Alkoholfreies mit dabei haben. und du fragst dich, irgendwo muss doch dieses Alkoholfreie, das immer besser läuft, irgendwo muss das ja getrunken werden. Auf Bierfestivals genau, ist es nicht. Deshalb nehme ich mal an, muss es zu Hause sein. Ist eine anekdotische Evidenz. Auch da könnt ihr eure Einschätzung schreiben an cheers@hopcast.de. Ich denke auch unterwegs als Genussmittel, wenn der Rahmen stimmt, sind die Leute durchaus auch bereit, gerne mehr Geld zu bezahlen. Meine Theorie. Ja, das stimmt. Oder sie sind bereit und sie sind ja aber teilweise auch gezwungen, mehr Geld zu bezahlen. Weil es ist ja dann doch auch, natürlich ist es richtig, diese Ramschproduktnummer bezieht sich natürlich auf das Bier im Supermarkt. Also was teilweise mittlerweile in der Gastro für ein Bier aufgerufen wird, für ein normales Bier, das ist auch schon ganz schön heftig geworden. Das stimmt. Aber vielleicht punktet auch gerade in einer Gastronomie oder wenn du unterwegs bist, in Zukunft auch immer mehr dieses Lokal. Also, dass du ein Bier hast von einer Brauerei oder ein Braulabel, ein Bierlabel, das aus der Umgebung kommt, das eine Geschichte hat, eine Transparenz und dass das vielleicht die Leute dann auch fasziniert und zu Fans macht von einer Biermarke. Ja. Ich erinnere mich da an Gerrit vom Galopper, der sagte im letzten Podcast, wenn er in seinem Galopper in Eimsbüttel hinter dem Tresen ist und er erzählt viel zu den Bieren, dann steigt der Umsatz bei diesen Bieren. Mhm. Spürbar. Ja, absolut. Also das ist, das merkt man ja, was wir ja immer wieder sagen, es ist halt ein Produkt, das erklärungsbedürftig ist, ne? Und das sowohl in der Gastro als auch im Supermarkt eigentlich, ne? Nun kann man natürlich nicht überall den Biersommelier hinstellen. Genau. Das erinnert mich an Oliver Lemke, der in unserem Podcast damals gesagt hat, ist sogar der Einstieg, glaube ich, in den Podcast, wenn man jeden Biertrinker von Hand konvertieren muss, dann wird das eine lange Geschichte. Okay, das ist nur ein Schlüssel für die Zukunft von vielen und ich glaube, neben dem mehr Event und dem alkoholfreien Zuhause, der Geschichte, der lokalen Geschichte, der Transparenz, und auch vielleicht sowas wie Bio-Bier, faire Produktion,
eine gute Führung, gutes Teambewusstsein, was sich um diese Marke dann rankt, sind eben auch Kooperationen wichtig, wie zum Beispiel Open Mouth, das Food Festival, das in diesem Jahr stattfand, zum zweiten Mal in Hamburg, mit der Beer Week. Mehr Zusammenschlüsse, um noch bessere Marketingmöglichkeiten zu finden, weil daran hapert es ja bei vielen. Weil die sind ja schon im kleinen Rahmen, wuppen diese Unternehmen ja schon viel, aber die sind irgendwie auch am Ende der Kapazitäten, um da nochmal aus den Vollen greifen zu können, ne? Ja, vielleicht schaffen es da wirklich eben Kooperationen, dass man halt irgendwie die Kräfte versucht zu bündeln, ne? Ist, glaube ich, wirklich wichtig, neben den Geschichten, wie gesagt, Nachhaltigkeit, Transparenz, Lokalität. Auch das gehört dann ja wiederum, wenn du richtige Kooperationspartner hast und diese Werte bündelst, kann das, glaube ich, eine starke Geschichte werden. Und auch die erzählt sich besser an einem festen Ort als im Bierregal im Supermarkt, wo du austauschbar bist, ne? Sprich, die eigene Gastronomie ist einfach total wichtig, ne? Naja, und ist natürlich auch irgendwie wie wichtig, weil du da natürlich auch eine ganz andere Marge hast. Ne, und auch mit deinem Bier halt auch viel mehr Geld verdienen kannst. Ja, und das ja. ist natürlich auch noch ein Punkt. Absolut. Und du hast eben ein Aushängeschild. Ne? Du hast einen Ort, wo man deine Marke sehen kann, wo du deine Geschichte erzählen kannst, wo es Bilder gibt von dir. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Wert, der wird immer wichtiger. Also so zum Thema Bier erleben. Und du kannst natürlich, wenn du so einen Ort hast, auch Kooperationen machen mit so Institutionen wie Stadtmarketing oder Ähnlichem, ne? Wenn du da gemeinsame ja. Events machst, auch das gibt nochmal neue Möglichkeiten. Also man kann zusammen dann so out of the box denken, um diese Herausforderung Marketing überhaupt wuppen zu können. Und zusammen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der ist so deutlich geworden in diesen Gesprächen, dass es alleine auf jeden Fall nicht gehen wird. Ja, das stimmt. Und ich glaube, da muss es mehr zusammen geben als die Beer Week oder den Senatsbock. Ich glaube, da ist noch mehr Potenzial, was da noch so vor sich hin brodelt, ganz leise. Ist meine Hoffnung oder auch vielleicht meine Theorie. Was meinst du? Ja, es ist auf jeden Fall ein Punkt, ne, dass man, in, wie gesagt, Kräfte bündelt und eben halt guckt, dass jeder seine Stärken sozusagen einbringt, so ganz klassisch, ne? Ja. Und eben halt kein Einzelkämpfer ist. Also dass man sich auch nochmal wieder klar macht, es geht ja um eine Bewegung, ne, wenn man so will. Auch wenn man die nicht mehr Craft-Bier-Bewegung nennen möchte. Es geht um Bierkultur, genau, um Bier erleben. Und was ich so derzeit wahrnehme, wir haben es ja gesagt, oder du hast es gesagt, alle machen Helles und Quiz, so salopp dahingesagt. Wir hatten einen Podcast mit Silvia Kopp, die sagte, da ein Tsunami von Helles, die da auf uns über uns rüber schwappt. Ich glaube, das ist total schön, dass das Helle da ist oder das Helles da ist. Also es ist ein schönes Bier, um das mal so eben wegzuschischen. Aber ich sehe gerade, dass man, wenn man dieser Bewegung die Ecken und Kanten wegfeilt, sie auch austauschbar wird. Das stimmt. Also man muss da, glaube ich, dann eben noch im Hinterkopf haben, dass irgendwie Craft Beer auch, dass man damit verbindet, dass es auch was Besonderes ist. Also besondere Biersorten, Bierspezialitäten. Das kann ja auch mal ein besonderes Helles sein, aber da ist ja noch eine riesen andere Range. Ja, und Biergeschichte, ne? So wie Simon Siemsklüß das auch erzählt hat im Gespräch, dass er ja auch viel entlang der Hamburger Historie Biere entwickelt hat, wie den Kohlentrümmer. Das ist schon, finde ich, eine schöne Geschichte, weil du wirklich Geschichten um Bier so mehr erzählen kannst. Und wenn alle in Zukunft auf Helles setzen, da gibt es auch andere große Brauereien, die haben das schon prima besetzt, weißt du? Ja, und das stimmt. Ich verstehe das, es muss ein Butter- und Brotbier geben, wenn du irgendwo in der Gastronomie bist. Also fair enough, ist total in Ordnung. Aber ich glaube, die Bewegung und die Brauereien sind gut beraten, wenn sie daneben auch weiter an Spezialitäten feilen, die für ihre Marke stehen. Und das kann jetzt nicht das Mexican Lager sein. Ach. Was jetzt weiter irgendwie am Horizont kommt. Nein, das ist aber auch, glaube ich, gar nicht so gedacht. Für dich müssten die ja alle nur IPAs brauen, oder? Eigentlich müssten die alle nur IPAs brauen, ja. Du hast jetzt aber selber mal wieder eins gebraut, oder?
Ich habe auch selber eins gebraut, ja. Mal sehen, wie das wird. Ich hoffe, das schafft was weg. Du hattest Sorge, dass du dich nicht mehr Heimbrauer nennen darf, weil du so lange nicht gebraut hattest, oder? Ja, das wurde mir schon von Menschen an mich herangetragen, dass ich mich dann langsam nicht mehr Heimbrauer nennen darf. Deswegen musste ich jetzt einfach mal wieder tätig werden. Ich finde das gut. Das dürfte dann ja reif sein, wenn ich wieder da bin. Hervorragend. Ja. Okay, jetzt haben wir so ein kleines Fazit gezogen aus diesen ganzen Gesprächen. Ich fand das super spannend und eigentlich gehe ich mit einem grummeligen, positiven Gefühl raus. Und du? Ja, geht mir ähnlich. Also man hat natürlich so ein bisschen Sorge, auch nach allem, was man so hört, weil man ja auch eben mit Leuten gesprochen hat, die es gerade nicht so positiv sehen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich sagen. Ja, ich bin total gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich erwarte jetzt für Hamburg nicht eine Riesenwelle an Neugründungen. Ich glaube schon, dass sich das in den nächsten Jahren auf diesem Level weiter bewegen wird. Vielleicht kommen noch ein paar crazy Heimbrauer dazu, die irgendwie bei Wittorfer oder so anfangen, Bier im großen Stil zu brauen. Wäre cool. Ja, Henning ist ja eine Wahnsinnsstütze für diese Bewegung und eigentlich für viele Schandtaten zu haben. Liebe Grüße gehen raus an Henning, Wittorfer Brauerei in Neumünster. Hatte in dieser Folge eigentlich keinen Platz, weil er ja eigentlich gar nicht aus Hamburg kommt. Aber egal. Wollen wir noch mit einem kleinen positiven weiteren Ausblick, zumindest für die nahe Zukunft 2025, irgendwie rausgehen? Was meinst du, bevor wir ganz zum Schluss ein ganz großes Bild öffnen nochmal? Ja, aber das ist doch eine gute Idee. Was haben wir denn da Feines? Wir haben Sascha Bruns, der uns erzählt, dass 2025 ein sehr besonderes Datum für die Brauerei Landgang in Altona ansteht. Nächstes Jahr haben wir dann ja tatsächlich 10-jähriges. Ja. Und das wird hoffentlich ein spannendes Jahr. Also ich bin fest in der Planung, dass es über das Jahr dann ein paar Biere wiedergeben wird als saisonale Biere, die wir schon länger nicht mehr gesehen haben. Ah, das ist sehr gut. Gerne. Auch wieder so das Nusferatu und sowas? Zum Beispiel Dunkle Macht und Weisheit. Und, sehr schön. Also die Liste ist lang. Erst habe ich überlegt, ob ich einfach alle Biere nochmal mache, die wir jemals gemacht haben. Wie viele sind das? Weißt du das auswendig ungefähr? Um die 60. Oh, wow. Muss ich erschreckenderweise feststellen. Und dann dachte ich, okay, das sprengt vielleicht so ein bisschen meine Kapazitäten. Sowohl tanktechnisch als auch arbeitszeittechnisch. Ja. Und dann kam ich schon auf die Idee, na gut, dann müssen wir die Tutti Fruttis alle zusammenfassen. Dann gibt es halt ein Tutti Frutti mit allen Sorten, die wir hier gemacht haben. Guck mal, okay, richtig. Wenn du das jedes Mal als Einzelnes zählst, ne, dann kommt natürlich ein bisschen. Aber das wäre dann auch ein bisschen wild, so als Tutti Frutti Tutti. Dann so über Gurke und weiß ich gar nicht, was noch gab. Reniklon, Stachelbeeren, Mango. Tutti Frutti für alle. Freue ich mich drauf, oder? Ja, total. Damit sind wir fast am Ende dieser Folge. Verrückt, Stefan, das Monster, es nähert sich dem Ende. Es nähert sich dem Ende der zweiten Stunde, ja. Ja, es wäre eigentlich Platz für 3 Folgen gewesen, aber wir haben uns für einen Zweiteiler entschieden. Das große Finale habt ihr somit gehört. Die nächste Folge, die ist auch schon im Köcher. Es geht nach Berlin und rund um dieses zweiteilige Feature, das mit großzügiger und liebenswürdiger Unterstützung von Hamburg Ahoy entstanden ist, gibt es weitere Sonderfolgen, auf die Supporter exklusiven First Zugriff haben. Und wie gesagt, heute ist die erste rausgegangen. Wir sagen Danke an euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bitte teilt sie in euren Netzwerken, macht ein bisschen Lärm für uns und wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen möchtet, wie gesagt, findet ihr alle weiteren Infos dazu in den Shownotes. Ihr findet uns auf unserer Homepage www.hopcast.de, ihr findet uns auf Steady, ihr findet uns auf Instagram und ihr findet uns auf YouTube. Wir sind erreichbar unter cheers@hopcast.de. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Wir haben ja heute 1-2 Aufrufe für Nachrichten hier fallen lassen. Also schreibt uns und ihr kommt in den nächsten Podcast mit rein. Und ich würde sagen,
damit sind wir für heute durch, oder Stefan? Aber du hattest ja noch fürs Ende, wolltest du ja noch einen positiven Ausblick in die Zukunft raushauen. Ich wollte einen Anreiz geben. Jens Spiegel, einer unserer Hörer, hat uns eine Sprachnachricht geschickt und er war auch schon in der letzten Folge dabei und ich fand diesen Ausblick so schön als Anreiz, und dass ich sie eigentlich nicht unterschlagen wollte. Es öffnet dieses ganze Bild um Entwicklung und Transformation einfach nochmal ein ganzes Stückchen mehr. Und deshalb, mit dieser großartigen Motivation, finde ich, sollten wir diese Folge mit Jens Worten beenden, ihm also das letzte Wort überlassen. Und wir sagen einfach vorher schon mal tschüss und ahoi. Und wenn ich mir was wünschen dürfte für die Zukunft, dann wäre es tatsächlich so, dass es mehr Diversität, mehr Frauen hinter dem Bier und auch vor dem Bier sind zwar bunt, aber lange nicht so weit, dass man sagen könnte, dass es ausgeglichen ist. Also beim Stammtisch sind wirklich einige Frauen mit dabei, aber oft sind Veranstaltungen, wo das einfach sich definitiv nicht die Waage hält und das passt einfach nicht. Das wäre schön, wenn das sich einfach ausgleichen würde und ich glaube, das würde auch der Gemeinschaft im Allgemeinen sehr gut tun, wenn da eine bessere Durchmischung wäre. Also, liebe Frauen, ran ans Glas, ran an die Braubottiche, ran an das Marketing, wo auch immer. Wäre toll, wenn wir da eine Gleichberechtigung schaffen könnten. Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.